So, ihr lieben Leute, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ihr seht nichts. Das hat aber einen Grund, denn ich habe euch in eine Klappe gesteckt. Wegen Leak und so. Wie geht's euch? Alles gut? Ey, wie seid ihr? Ey, ihr seid ja alle schon da. Aber jetzt keine großen Überraschungen hier, ne? Weil ich bin hier mitten im Industriegebiet. Wir gehen jetzt, also wir versuchen, jetzt bin ich ja gerade fast geflogen. Wir versuchen jetzt Richtung Strand zu gehen. Es ist aber ein kleiner Marsch. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr Lieben. Ich mache euch gleich die Klappe ab. Ich will euch jetzt, ich bin gar nicht in Spanien, Leute, denn ich bin in Los Santos. Das werdet ihr jetzt sehen. Pass auf. Pass auf. Tiara, was geht ab? Und Don. Dini war auch schon eben am Start. Was geht ab? Und Lanchik habe ich auch gelesen. Jay Lost habe ich auch vorhin noch gelesen. Mit der Gorbik. Oh ne, der Gorbik ist auch hier. Oh scheiße. Wen haben wir denn noch hier? Warte. Wen haben wir noch hier? Moment, ihr seht jetzt noch nichts, ne? Den Dover, genau, Dover Creep. Der Schox. Schox! Ich mache jetzt wie Tiara. Schox ist da! Schox, wie geht's dir? Oh, scheiße. So. Okay. Es geht los. Pass auf. Die Verbindung sollte gut sein. Aber. Leo, was geht ab? Murmel ist auch am Start. Pass auf, wir sind jetzt in Los Santos. Ey, wenn ihr mir jetzt sagt, das sieht nicht aus wie Los Angeles oder so, ne? Dann weiß ich jetzt auch nicht. Gumu, Gumu, ey, was geht ab? Doch, ey, die ganzen Chara-Leute hier, ey. Junge, was ist denn hier los? Ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's auf jeden Fall blendend. Und ich zeige euch jetzt in 20 Sekunden Los Santos, Miami. Erwartet jetzt aber nicht so viel, ja? Jetzt erwartet nicht mehr und geil und hier, ich bin hier mitten auf dem Highway. Weil das Geile kommt gleich noch. So, aber Ton habt ihr, ja? Discord-Rate, achso, ihr seid alle schön am Schnacken, ja? Ihr seid alle schön im Discord am Schnacken. So, Achtung! Warte, ich weiß nicht, was ihr jetzt seht. Ich mache jetzt einmal die Klappe ab. Okay, weil ihr seid hier in so einem Alugehäuse. Weil das Alugehäuse kühlt die GoPro ein bisschen runter, weil hier ist es so heiß. Hier sind 36 Grad. Achtung! Achtung! Es werde Licht! Es werde Licht, junge Laterne! Warte, warte! Wir sind einfach in Los Santos! Das ist jetzt noch nicht schön hier, ne? Ich sag's euch schon mal vorab. Es ist noch nicht schön, aber ich weiß nicht, ob ihr die Berge da hinten seht, ja? Es ist wirklich noch nicht schön. Ich sag's euch, es ist noch nicht Top of the Pops hier, ja? Also das Top of the Pops kommt jetzt gleich. Sportler, Junge, was geht ab? Und Kilometer ist da, moin moin! Aber laut, ja, laut ist es ja. Pass auf, also wir müssen jetzt hier runter. Also der Strand ist nur 2 Kilometer entfernt, da sieht's auch schöner aus. Das ist jetzt hier quasi so, hier geht's Richtung Torremolino, hier ist Torremolino. Hier gibt es sogar ein Bauhaus da hinten. Guck mal, da hinten. Ich weiß nicht, ob das lesen. Wir können ja wahrscheinlich nicht lesen, ne? Aber da gibt es ein Bauhaus. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal los, ne? Und ihr genießt jetzt die kleine Strecke zum Strand. Und dann gehen wir da mal am Beach entlang. Und dann sehen wir Palmen und hast du nicht gesehen. Ey, ich bin auf jeden Fall verliebt hier. DK, was geht ab? Und Pizza, du Penner! Deine Instagram-Nachricht werde ich nie vergessen. Aber ich laufe auch hier rum wie ein Eimer, ne? Ohne Scheiß. Na, guck mal hier. Ihr seht mich gleich mal. Wir waren heute 2,5 Stunden am Strand. Gorbik hat Lichtschutzfaktor 30 genommen und er hat sich trotzdem schon übelst verkokelt. Junge, ey, das ist wirklich... Raymond, was geht ab, mein Lieber? Ich küsse deine Augen. Captain ist auch am Start. Zeig Hose! Ja, hier, zur Hose. Das sind meine neuen Hosen hier. Das sind meine neuen kurzen Hosen. Es gibt keine Dreiviertelhosen mehr. Ja, ich habe auf euch gehört und bin mal Mashallah. Und bin mal... und habe mich mal ein bisschen geupgradet, was Klamotten angeht. Junge, Pets, und was geht ab? Ich grüße dich. Alles gut? Seid ihr alle bei Tiara im Discord jetzt hier oder was? Junge. Ey, der Tiara ist auch nur am Hasseln und am Machen und am Tun, ne? Also ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir werden jetzt jeden Tag, vielleicht nicht jeden Tag, ja, also vielleicht 4-5 Tage die Woche hier irgendwo aus irgendeiner Ecke streamen. Ey, hier gibt es so viel zu sehen, Leute. Das ist wirklich geil. Also ich fühle mich hier schon richtig zu Hause, weil es einfach eine Großstadt ist hier. Hier sind einfach 500.000 Menschen, aber die siehst du gar nicht. Die siehst du wirklich gar nicht, ey. Cookie und Mainz.
Und Uni ist auch am Start. Guck mal da, der Uni ist am Start. Also ich sag jetzt nochmal voraus, es ist hier nicht schön. Ja, also es ist hier, wir sind hier gerade ein bisschen außerhalb. Wir sind hier im Industriegebiet. Das Schöne kommt jetzt gleich. Ich weiß auch nicht, wie das Internet ist. Also einfach dranbleiben. Ne? Wir haben jetzt gerade mal Vodafone getestet. Wir haben noch Movistar im Petto. Wenn alles nicht funktioniert, bündeln wir die ganzen Verbindungen einfach. Weil wir zahlen hier einfach nur 20 Euro für 70 Gigabyte. Müsst ihr euch mal wegtun, was man in Deutschland bezahlt. Das ist krass, ey. Das ist ein Viersen, ja. Berliner Höhe, genau. Nee, gibt's nicht. Es gibt keine Pfandflaschen. Es gibt keine Pfandflaschen. Es gibt zum Glück keine Pfandflaschen. Aber ich kann euch mal was erzählen. Es gibt hier Cola für 73 Cent der Liter. Ja, also das kriegst du auch nicht mal, ja, wenn es im Angebot ist vielleicht, ja. Aber du kannst die Plastikflaschen einfach wegschmeißen. Zigaretten, also Marlboro, Camel, dies, das. Also die Markendinger kosten hier 4,75 Euro, glaube ich. Für die, die es interessiert. Also man kann hier wirklich ganz normal einkaufen gehen, ja. Also wirklich, du kannst halt zum Strand gehen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal in Italien wart oder so, ne. Wenn ihr in Italien wart, im Urlaub. Da ist alles, der ganze Strand ist einfach abgesperrt, weil es zum Hotel gehört, ne? Und das hast du hier einfach nicht, ne? Du kannst jetzt hier einfach runtergehen, gehst zum Strand, Halligalli, ist richtig geil, ohne Scheiß. Und wie gesagt, das ist jetzt hier keine schöne Ecke, ja? Also morgen wohne ich in Malaga selbst, also in der City selbst. Wir sind ja gerade noch im Hotel und deshalb gehe ich jetzt gerade hier wirklich, guckt es euch an, ne? Das ist natürlich jetzt hier nicht so schön. Aber ja, sowas sehen wir halt auch. Ne? Wir sehen halt auch die Schattenseiten von Spanien. Aber so schattig ist es hier gar nicht. Oh doch, es ist wirklich. Ich guck meine Arme an. Ich bin einen Tag heute am Strand gewesen. Ich habe mich verbrannt. Oha, wartet. Wenn du jetzt schon sagst, oha, ne? Wenn du jetzt schon sagst, oha, Moment. Ihr müsst, ne? Ihr wisst, kurz verschnaufen. Ich hoffe, das Bild geht klar. Ihr habt keine Spiegelung. Es kann sein, dass es ein bisschen wackelt, weil ich habe euch in so einem Alu-Gehäuse gepackt. Die GoPro ist in so einem Alu-Gehäuse, damit das ein bisschen besser kühlt, weil wir haben hier gerade 36 Grad. Und ja. Hurra! Jawohl! Das ist Mönchengladbach, genau. Am Römerbrunnen, genau. Wir können... Ah nee, das können wir nicht machen. Hier links ist ein Puff. Hier links ist ein Puff, da kann ich jetzt aber nicht lang gehen. Das ist tatsächlich ein Puff. Ich weiß auch nicht, irgendwas mit Du Oras. Da können wir auf jeden Fall nicht reingehen, weil dann war es das wieder mit meinem Kanal. Aber ne, guck mal, ist doch schon mal geiler, ne? Wir sind jetzt hier, ihr seht mich auch gleich mal, ich drehe gleich mal die Kamera. Tut mir leid, also ihr müsst mich gleich auch mal ein bisschen ertragen. Aber, ne, ist doch mal geil, ne? Ihr einfach Malaga hier und mal ein bisschen unsicher machen. Und wir haben ja so viele geile Orte, ne? Ohne Scheiß, das ist so schön hier. Ich fühle mich jetzt schon zu Hause. Ich fühle mich echt schon wie zu Hause. Topfkratzer, altes Haus. So, jetzt muss ich erstmal mal gucken hier. Arthur ist auch am Start. Der Partymann ist am Stissel. Anju ist auch am Start. Ich hoffe, du fängst nicht wieder an mit Kippen bei den Preisen. Ey, Kilometer. Ich muss dir gleich was erzählen. Warte, ich erzähle dir gleich was. Eine Sekunde bitte, por favor. Geh mal zu einem Einwohner und frag den, wo der nächste Penny ist. Ach Junge, wo ist die Box aus? Die Box ist aus. Huch. Aber kommt aus dem Handy hier gerade. Egal, ich habe die Box mit. Wer war denn das? M&M! EM-Liggenstreepje-und-Liggenstreepje-EM-Liggenstreepje-Het. Das Prime-Ticket im 6 Monat gebucht. Oh, danke dir M&M. Mit für eine prime Soep. Für deine prime Soup. Ey, vielen Dank. Du bist auch schon im... Lass mich raten hier. Ja? Raten kann ich da nicht. 6. Monat bist du schon, Junge. M&M. Ehre. Kuss geht raus. Dafür gehe ich jetzt mit dir an den Strand. Wir gehen einmal die ganze Promenade runter. Jetzt gleich fängt es schon an. Also ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Wir sehen gleich noch mal kurz ein bisschen Stadt. Und dann geht's rund. Ich hoffe, wir finden das. Ist auf jeden Fall ein weites Stück. Ich habe eigentlich schon Muskelkater in den Beinen. Junge! Lanschig! Aber warum geht denn die Box hier nicht an? Warte mal kurz. Lunchig hat erneut den Urlaub im 19 Monat verlängert. Du bist so ein geile Nudel hier. Lanschig, danke dir, Mann. Kuss. Ich habe hier gerade ein Problem mit meiner Box. Warte. Danke dir auf jeden Fall. Auch schon im 19. Monat schon. Junge, Alter, krank.
19. Monat. Aber die Box will hier gerade nicht verbinden. Egal, wir müssen einmal so klarkommen. Wir kommen einmal so klar. Viva, was geht ab? Dankeschön auf jeden Fall dir auch nochmal, Lanchik, für dein Sub, Alter. Auch schon im 19. Monat, Alter. Kranke Scheiße. Ja, und jetzt bin ich hier mit euch. Jetzt bin ich hier. Ich bin immer noch verschnupft. Viva Wurzelchen oder hat mich angesteckt. Oder wahrscheinlich meine kleine Nichte. Die war ja auch immer krank. So, jetzt müssen wir einmal nochmal über diese Brücke gehen und dann sind wir schon quasi fast in der City. Und ja, ich hoffe, dass das Internet mitmacht. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Dass das Internet hier ein bisschen mitmacht. Guck mal, ey, Deutschland hat ein Plastikproblem, ne? Und dann guck mal hier, ey. Guck mal hier, ist einfach so ein ganzer Container mit Öl, ist das was? Nova, Sol, Öl, irgendwie sowas. Alter, guck mal hier. Einfach zwei Container voll mit Öl, mit Plastik. Plastikflaschen. Mein Gott. Junge, das ist ein Plastikproblem. Und hier liegt der ganze Scheiß überall auf der Straße. Das ist richtig übel, ey. Warte mal, sondern espera un momento. Okay. Espera un momento. Okay. Espera un momento. Muss ich mir einprägen. Aber man merkt echt schon, dass man hier ein bisschen lost ist. Wenn man kein Spanisch spricht, ist ja klar, ne? oder Englisch. Die Leute sprechen ja wirklich kaum bis nix hier. Ne? Also Prepaid-Karte konnten wir gerade so besorgen. Prepago unlimitado, Velocidad maxima, aber das gibt's leider nicht. Ja, das geht halt nur mit Vertrag und wenn du 5G hast und hast du nicht gesehen. Da hinten ist der Flughafen übrigens. Da, wir sehen auch gleich die Flieger. Tief über dem Wasser nachher fliegen. Aber wir müssen noch ein bisschen latschen. Wir müssen noch ein kleines bisschen latschen. Schön. Ja, ey, ist gut zu begonnen, ohne Scheiß. Das ist, ja, unser Hotel ist wirklich eine Pampa. Wir haben 2 Kilometer, dann sind wir am Strand. Ungefähr 2 Kilometer. Geht aber eigentlich schnell. Der Strand ist wirklich geil, also ohne Scheiß. Da kann man sich richtig geil hinstellen. Ich habe auch schon auf Instagram ein paar Bilder gepostet in der Gruppe bei uns. Shit, we have to watch out. Ow, I put my arms here on the brennessel. Oh, watch out, oh no. Belco penetrayeert den marathon counter met 300 gifted subs. Jongen. Ah, jongen. Der Timer, Alter. Lauter hier, genau. Junge! Eko, Junge! Dieser Timer da oben! Guck mal auf den Timer da oben! Guck mal! Der kommt gar nicht mehr gelassen! Oh. Soundboard Penetration. Klassen Pictures houdt 100 penissen raus. Ik ben met corona geïnfecteerd. Moet de afstand halten, IHR-ratten. Hey, hört auf. Klassen Pictures houdt 100 penissen raus. Mijn voorhoud samt eikel zijn compleet met kezen vol, wel ik zuid wochen licht duschen war. Der Pole Dance Master. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Die sind ja nicht erwünscht. Ich war das nicht. Meine Penisgröße. Sind wir wieder live? Ah, oh, mein Chat ist voll getrennt. Mein Chat ist einfach getrennt. Warte mal. Ich weiß nicht, ob wir live sind. Ich muss mal kurz testen. B. 0. Sind wir da? Also, okay. Partymann sagt mir, welcome back. Okay. Dann sind wir anscheinend wieder am Start. Okay, boah, hier einfach die Army. Gleich spielt Spanien, ne? Gleich spielt ja noch Spanien. Wir sind live, okay. Alles klar, dankeschön. Ach, Kilomet, ey, Alter. Ich habe meine fucking E-Zigarette in Deutschland liegen lassen, Alter. Die habe ich neu gekauft. Partymann, ich muss morgen mal gucken, wo ich eine E-Kippe herkriege. Ich habe mir tatsächlich Zigaretten gekauft, ja. Aber bitte verzeihe mir.
Junge Voodoo-Tag, was geht ab, altes Haus? Und Henry ist auch am Start. Ado ist ja auch da. Ado hab ich ja gar nicht gelesen. Ey, was geht ab? Was geht denn ab? Oh, guckt euch das mal an, Alter, wie geil. Guck mal hier, die Militär, Alter, hier. Boah, Junge, einfach mal hier so eine riesen Gun hinten drauf. Junge. Das geht ab. So, jetzt sind wir eigentlich im Stadtviertel hier. Ich hoffe, wir testen echt das Internet. Also es kann sein, dass vielleicht irgendwas abkackt oder so. Und dass wir wahrscheinlich die Netze mal testen müssen. Wir haben ja alles da, ne, um die Verbindung zu bündeln. Wir gucken einfach mal, wie das Internet hier so ist. Und jetzt testen wir gerade Vodafone. Ich guck da mal, Tün. Ich hab die echt. Ja, das ist natürlich mega scheiße, ne? Also, es ist wirklich. Also, ich hab an alles gedacht, ne? Wirklich an alles. Und dann habe ich nachher nachgedacht, ich so, wo habe ich denn meine E-Kippe? Die habe ich tatsächlich am Schlüssel, wo die Schlüssel reinkommen, weißt du, im Flur bei meinem Bruder. Habe ich die oben drauf gepackt, ich Idiot. Ey, ich raste aus, ey, Junge, ich schwör's euch, das ist einfach kacke, ey. Junge, ist geil, ja, natürlich ein Teststream. Ich hab's nur nicht im Titel stehen. Wir testen heute Vodafone España. Boah, ich bin auf der falschen Seite hier. Ich fahre hier einfach auf dem Fahrradweg. Ich gehe hier einfach auf dem Fahrradweg. Junge. Aber guck dich das an. Hier, Raymond, ne? Hier ist eine Campinganlage. Ey, aber mal, jetzt, no disrespect, ne? Die Leute, die hier stehen und campen, ey, mega Respekt, ne? Es ist 36 Grad, das ist nur Asphalt. Und, Junge, da gehst du ein. Das ist wie ein Kessel da unten. Das ist echt wie ein Kessel. Das ist krass. Aber Raymond, wenn du mal kommen willst, ne? Du bist quasi direkt am Schlüssel. Nimm Spraydosen mit, kannst du no. Ich muss mir. Ja, das ist das Geile, ne? Ey, Vater von, du hast ja recht. Ich muss mir jetzt einfach die LTE-Stellen in Malaga hier merken, ey. Kacke. Wir sind ja noch nicht mal im Zentrum. Das Zentrum ist 6 Kilometer weiter weg. Wir sind jetzt hier irgendwo in so einem Vorort. Ich weiß ja nicht mal, wie der Ort hier heißt. Aber ich bin ja jetzt ab morgen 15 Uhr, kriege ich meine WG-Zimmerschlüssel. Und dann bin ich genau mittendrin. Dann bin ich wirklich genau in der Mitte von Malaga und 1 Kilometer vom Strand entfernt. Aber ich glaube, vom Strand habe ich jetzt heute erstmal genug, genauso wie morgen. Wenn ihr Fragen habt, ne? Wenn ihr irgendwas Fragen habt, ne? Wir waren schon einkaufen, wir waren hier schon, wir haben Prepaid-Karten besorgt, ne? Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, was. Ah, Junge! Hier kommt's aber nicht! Wer war denn das? Der Tön, Junge! Lala! Der Twen haut 20 Öcke raus, könnt euch mal leckere Tapas beim Fußballspiel knipaugende Smiley. Ja, wir versuchen es. Ich bin bestimmt noch während des Spiels, bin ich bestimmt noch hier unterwegs mit euch. Weil es ist jetzt echt ein langer Weg. Aber ey, Twen, danke dir, Junge, für die 20 Euro. Und das wird auf jeden Fall in Tapas ausgegeben, mein Lieber. Das verspreche ich dir. Hast ja gesagt, ne? Das geht, boah, ihr müsst euch mal Tapas gönnen. Ich so, wir müssen gucken nach um Geld. Ich hau dir mal einen Zehner raus, dann gehst du mal lecker Tapas essen. Das mache ich auf jeden Fall, Tön. Versprochen, hoch und heilig. Danke dir auf jeden Fall. Ehrentön, auf jeden Fall. Warentrenner, wir wollen Warentrenner sehen. Oh ja, dafür muss ich, glaube ich, mehr Internet haben. Besseres Internet. Wir haben ja hier diese Mekadons. Also Mekadon bin ich schon verliebt drin. Das ist wirklich ein sehr geiler Shop. Warentrenner, die haben so, also nicht die Warentrenner, wie wir die haben, sondern die haben wirklich so Werbetafeln da dran, so riesen Dinger. Das sind quasi so die Warentrenner. Da hast du da so einen riesen Zettel drauf, so, weißt du, so ein richtiger Plastikbatzen. Scheiße, auf jeden Fall sieht das lustig aus. Ey, guck mal hier, Raymond. Na, wenn du kommst, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit zu campen. So. Vanlife Portugal, was geht ab, ey? Der Original Vanlife. Rosinenpicker, warum? Ey, Simon, was geht ab? Ich grüße dich. Bask ist auch am Start, hallo. War schon in Kroatien in den bayerischen Pfingstferien, da hatte es auch 30 Grad. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese 36 Grad, die waren jetzt gerade eben wieder richtig heiß, ne? Aber gestern waren wir am Strand, es waren 26 Grad und es war kalt. Wir haben uns gedacht, jetzt so ein Longsleeve oder so, ne? Das ist hier wirklich eine andere Temperatur. Das ist wirklich komplett anders. Also auch das Wasser ist arschkalt. Das ist wirklich krass, also der Unterschied, ich war ja auch schon in Italien, ne? Und da war das Wasser zum Beispiel richtig pisswarm und da waren aber auch diese 40 Grad. Und hier hast du 36 Grad, aber es ist halt mega trocken, ne? Das ist angenehm eigentlich, eine angenehme Hitze ist das hier. Danke dir, Selman, auf jeden Fall.
Wann beginnst du mit den Tomatenernten? Ruhe. Hast du die schon einmal Partydosenhelm mit Schlauch gekauft? Wann? Topfkratzer, ich habe mir heute meinen ersten San Miguel geholt, aber in Radler habe ich mir getrunken gerade eben. Pass auf, das kann ich euch nicht sagen, was der Gorbik gestern für einen Spruch gebracht hat, aber das kann ich euch nicht sagen. Das geht gegen einen anderen Kollegen. Das kann ich nicht bringen. Der hat den Spruch gebracht, wir hatten nichts mehr zu saufen gehabt. Da musste ich an die Hotelbar gehen und musste mir zwei Wasser holen für 1 Euro, jeweils 1 Euro. Aber den Spruch kann ich euch nicht bringen, ey. Den kann ich euch nicht bringen. Hier ist Mercadona, hier waren wir immer einkaufen hier momentan. Ist wie so ein Lidl. Hier bekommst du wirklich alles. Ne? Also auch günstig, ganz normale Preise. Man könnte schon fast sagen, so, ja, deutsche Preise. Aber manche Sachen sind halt billiger, manche teurer. Kaffee ist hier teuer, finde ich. Ja, kriegst nur in so 125 Gramm Paketen, so, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Aber ja. Gorbik ist im Hotel, der macht gerade seine Alerts. Und Speedy Speed, was geht ab? Ich grüße dich. Was ist original? Aber ich denke, du meinst den anderen. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt kann ich gar nicht mehr. Achso, okay, du bist nicht der Original Vanlife. Okay. Es gibt doch Vollzeit Vanlife. Massivs? Junge! Junge Phil! Money. Warum geht denn die Box hier nicht mehr? Phil 86 haut 10 Uhr raus. So, jetzt könnt IHR später in den Puff besuchen. Ich will voll den Sehen. Na, danke schön für die 10 Euro. Der Gorbik, der bleibt zu Hause. Der muss seine Overlays und sowas alles machen. Und ich glaube, ich bin dem ein bisschen vielleicht zu stressig. Weißt du, lass mal da, ne? Bei dem geht ja alles ein bisschen ruhiger. Und ich bin ja eher so der, komm, lass mal direkt raus, Attacke, hier Stream anschmeißen. Ne, der muss ja noch alles machen. Der muss ja jetzt erst noch die ganzen Overlays umändern und hast du nicht gesehen. Und ja. Aber ey, danke dir auf jeden Fall für den Zehner. Ich hab das, glaube ich, gar nicht geskippt. Ne? Da, diesen, da steht immer noch Auswandern. Ne? Scheiße, muss ich auch noch ändern. Das mache ich heute Abend dann. Aber danke dir auf jeden Fall. Kaffee trinkt man auch in der Bar. Und nicht zu Hause. Oh ja, das stimmt, die sitzen hier wirklich draußen. Ne? Jetzt ist hier gerade noch nichts. Ne? Hier ist wirklich noch nichts los. Wir sind jetzt gleich erst, wo ein bisschen Action ist. Und ja. Also ich denke mal, heute machen wir so einen kleinen Strandspaziergang. Ja, so war mein Plan. Und die nächsten Tage sind wir dann mal so ein bisschen in der City. Ne? Und checken da die Gegend ab. Wir haben ja hier so viele Städte. So nah beieinander. Ihr dürft nicht vergessen, Malaga hat 560.000 Einwohner. Und das letzte Mal wurden die, glaube ich, gezählt 2012 oder so. Auf jeden Fall auch schon richtig was los, ey. Aber Spanien ist, ey, ich fühle mich hier zu Hause, Leute. Ohne Scheiß, das ist geil. Weil dir fehlt hier einfach an nichts. Ne? Also ich war ja in Italien, wie gesagt, das war auch schon mega geil und schön. Aber da hast du das nicht so wie hier, weißt du, weil Italien war nur nach Geld ausmachen, so, weißt du. Strand bezahlen, Liegestühle bezahlen, das bezahlen. Ne, Eis, zwei Kügelchen, 5 Euro, hast du ja alles nicht. Ne? Hier bist du wirklich noch ein Mensch. Ne? Die sind froh, die sind freundlich auf jeden Fall, mega freundlich. Wenn du zumindest ein bisschen hier was so da oder was weiß ich, ne? dann antworten die auch zurück. Und hier sind Frauen, ey. Ihr müsst mal genau hingucken, Junge. Das ist, ich sage es euch, ohne Scheiß. Sowas würdest du in Viersen im Lidl wirst du solche Frauen hier nicht sehen. Das, ihr werdet gleich sehen, Leute. Junge. Also ihr werdet gleich auf jeden Fall gut was zu gucken haben. Verspreche ich euch. Ich habe 8 Jahre in der Region gelebt. Ah, geil. Also jetzt bist du wieder zurück, oder was? Zurück? Und Assassino Delir. Ah, ja, kann ich nicht lesen, weil das Display ist so dunkel. Ich grüße dich, was geht ab? Da traut er sich wirklich Spanien zu zeigen, wenn Italien spielt. Hallo, was denkst du denn? Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, wie die heute spielen, weil gleich geht hier bestimmt die Post ab. Ich muss sagen, also hier ist wirklich relativ leer, muss ich sagen. Also wenn man überlegt, hier ist Deutsch, hier sind gerade 60% Urlauber sind Deutsch. Oh Junge! M&M, danke schön. Für die 15 Bits.
70% der Urlauber sind hier momentan gerade deutsch. Und ja, aber es ist eigentlich alles so ein bisschen leer. Wir sind jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen außerhalb. Die richtige Action ist eigentlich mehr so in diese Richtung und dann Richtung Strand. Aber wir gehen jetzt einfach direkt zum Strand und dann... Ich hoffe, dass das Internet da mitmacht. Hola, querido Jerome, Junge, como hoy? Como estuvo hoy? Tu día, Bibi? Bibi, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Soy un narcotraficante de Alemania. Ja, sí. Einfach nur sí sagen. Wie geht's dir, Bibi? Ich hoffe, dir geht's gut. Ihr werdet gleich am Strand Frauen sehen, die es in Viersen im Lidl nicht gibt. Nein, generell. Generell, guckt euch mal an, wie die gekleidet sind. Hier siehst du auch keine Bierbäuche oder Frauen, die was dicker sind oder so. Das gibt es hier alles nicht. Ohne Scheiß, die haben alle hier eine Top-Figur. Gut, die Älteren vielleicht, ne? Kann man nicht verstehen. Aber die Maske muss ich vertauschen, weil die fusselt schon. Ich weiß nicht, ob Maske tragen hier. Ich weiß, Junge! Schon wieder Captain Knacke? Das gibt's doch nicht, ey. Endlich wieder. CGT Knacko, heb das Prime-Ticket im 21 Monat gebucht. HUUII. Ich weiß nicht, wie du das machst, ne, Knacke? Der Sub gefühlt alle zwei Wochen mal hier rein. Knacke, danke dir auf jeden Fall für deinen Sub. Auch schon 21. Monat, ey. Ich glaube, Voodoo Tech ist immer noch, glaube ich, die Nummer 1 hier mit Support, Alter. Aber dann bist du schon sehr dicht gefolgt. Mit Lanschik, 19. Das ist schon krass. Auf jeden Fall vielen Dank für den Support, ohne Scheiß. Vielen lieben Dank. Und wir streamen jetzt auch mal wieder regelmäßiger, länger. Neues Land, neues Glück. Ich habe mal richtig Bock da drauf, ohne Scheiß. Junge! Marcel! Hanni! Marcel houdt 25 rukken raus. Neem Gorbiek mit, zet u den tapas. Ja, dat had hij toen ja. Hij zet al me. Der is zu Hause, ja. Der ist zu Hause, der hat noch viel zu erledigen. Ey, Vater war wahrscheinlich. Vater von war das bestimmt, ne? Dankeschön für die 25 Euro. Ihr seid doch bescheuert. Ihr seid bekloppt. Vielen lieben Dank, ey, für den massiven Support, ihr verrückten Nudeln. So, wir kommen jetzt langsam in Richtung Strand, ja? So langsam. Das sieht ja alles nicht so schön aus, ja? Also, sind wir ehrlich, ja? Also, man muss auch das Deutsche ein bisschen weglegen, so, ne? Also, ich glaube, Gladbach sieht schlimmer aus, ja? An die Gladbacher hier, die hier im Haus. Ah, Junge. Wann Spielo? Hast du Ticket, Armener? Junge, ey, Spiel, was geht ab? Was für Ticket? Ich habe immer noch Schnupfen, ne? Ich bin immer noch erkältet. Ich guck gerade mal den Chat hier durch. Schwarze Rose ist auch am Stissel, guck mal da. Hier gibt es keine dickere mehr. Das ist, momentan fühle ich mich wirklich kacke. Larissa, was geht ab? Endlich seid ihr in Spanien, ne? Ja, ey. Und hier wird es jeden Tag. Also zumindest viermal die Woche ist geplant, dass wir hier irgendwie mal was Action machen. Es kann sein, dass wir vielleicht mal morgens streamen, so für eine Stunde, und sagen, was wir machen am Tag. Es kann auch sein, dass ich mal so hier so Berge beklimme hier, weißt du? Dass wir dann sagen, ich sage eigentlich quasi immer, vor dem Streamende sag ich, was ich morgen mache. Oder was geplant ist. Also ich denke mal, morgen werde ich nicht streamen. Ach, guckt euch das mal an, wenn wir jetzt hier rüber gehen. Guck mal. Oh, Leute, ich krieg dicke Eier. Ich bin einfach unter Palmen. Also morgen kann ich nicht streamen, weil morgen ziehe ich in diesem WG-Zimmer ein. Und dann bin ich froh, dass ich da einmal alles auspacken kann und... Junge! Wer war das? Junge, Spilo! Hat erneut den Urlaub im 6 Monat verlängert, Lordhead. Junge, Alter. Morgen, Spilo, Kuss. Du alter Verband. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Freund. Dankeschön auf jeden Fall. Ich muss die Maske wieder abziehen, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Maskenpflicht ist oder nicht, ne? Weil die ziehen die. Manche haben keine an. Ich denke,
die machen das aus Selbstschutz. Und wenn ich jetzt hier so Leuten entgegenkomme, dann ziehe ich die auch auf, aber ansonsten ziehe ich die immer runter. Weil es ist echt so so heiß. Scheiße. Wie ist das Internet? Ist alles noch okay? Wenn irgendwas ist, ne, wenn es ruckelt oder so, müsst ihr mir das reinschreiben, weil ich muss das wirklich wissen, ob ich mehrere Internetverbindungen bündeln muss oder ob das so klar geht. Ne, also wir haben ja auch nur so eine Einschränkung irgendwie bei Prepaid. Die haben, glaube ich, nur bei 4G diese 16 oder 20 Mbit Down und Upload. Ist irgendwie so ein bisschen komisch gemacht. Deshalb müssen wir mal gucken, ob das hier irgendwie, ja, so klar geht. Anifa Hex, ich grüße dich. Kuss, Kuss. Der Strand ist hier vorne schon, den sieht man eigentlich schon. Aber hier ist wirklich noch alles hässlich. Ja? Wir sind hier wirklich im Industriegebiet. Also da vorne ist das Industriegebiet, da kamen wir gerade her. Und wir sind wirklich am Rand von Malaga, weißt du? Wir sind am Rand von Malaga. Es wird gleich immer schöner, wenn wir links gehen. Also gewöhnt euch jetzt hier dran, ne? Ist ja auch schon okay, ne? Also ich finde es jetzt super. Ich habe mich direkt schon wohlgefühlt. Aber es wird gleich noch besser, Leute. Passt auf. Wir müssen jetzt gleich noch mal ein Stück nach links laufen. Das ist wirklich ein Kackweg jetzt hier bis zum Strand. Und dann kommen wir wieder rüber. Das dauert jetzt noch mal ein bisschen. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade auch falsch abgebogen. Da vorne ist schon der Strand. Ja, vorne sehen wir schon Beach. Und jetzt müssen wir gleich erstmal irgendwie gucken, dass wir hier über die Baustelle kommen, weil die Baustelle nervt hier. So, und dann guckt man hier diese ganzen Berge da. Das sieht so krank aus. Ne? Ich finde das so geil. Du hast hier einfach alles, ne? Du hast hier Berge, du hast hier Strand, du hast hier ganz normales Leben, so, weißt du, so Stadtleben. Das finde ich einfach nur so toll. Mega geil. Wer wedet hier die Palme? Das bin ich, Ado. Hinter Armasia oder so ähnlich. Warte. Es hat geruckt. Es hat eben geleckt. Okay. Ja gut, da müsst ihr, ach hier, guck mal, hier darf ich gar nicht rüber. Scheiße. Da müsst ihr, glaube ich, ein bisschen kurz damit klarkommen. Aber wenn irgendwas jetzt heftig ist, einfach dranbleiben, ne? Wir testen jetzt einfach mal das Internet ein bisschen aus, ne? Eine Spiele habe ich schon gesehen. Ja, da kommen wir, glaube ich, auch gleich dran vorbei. Extra für dich, Senior, was geht ab, Junge? Was geht ab? Pflicht. Landesweit, okay, dann lassen wir die auf. Weil viele haben die an, viele nicht, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie das hier so ist. Das wirst du gleich auch sehen. Am Strand ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich gehe auch den Leuten aus dem Weg hier, ne? Also ich mache jetzt hier auch keinen Kuschelkurs oder so, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen. Also die Leute, die gerade eingeschaltet haben, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Beach. Und dann geht's Richtung Malaga Zentrum. Also wir werden nicht gehen, wir haben echte Beine. Ja? Ich wollte ja nur mal kurz ein Lebenszeichen von mir geben. Meine Beine tun echt weh von heute. Ja, logisch. Ich meine, es geht ab. Logisch ist im Übrigen mein Sohn. Also mich ist so wenig Z logisch, ne? danke dir, Z. Kommst du wieder, Freund? Das kommst du wieder. Versprochen. Aber was habt ihr geiles gemacht? Schön. Lecker. Okay. Habt ihr gespielt oder? Okay, aber wir sind noch live. Ist alles Einkauf gezogen. Leck. Okay. Ist am Start. Ist auf jeden Fall am da oben. Wo könnt ihr die Seite was? Schneller! Hasta pronto! Pronto! Ich mache jetzt mal eine kurze Kippenpause. Ist es besser, weil die Okay, die Bitrate wird ja immer schlimmer.
Jetzt im O2-Netz. Nein, wir haben Vodafone. Oh, die Polizia macht ja Stress. Die Polizia ist da vorne im Einsatz. Wartet einfach. Wenn die Verbindung weggeht, am Strand haben wir gerade eben auch gutes Netz gehabt. Auf jeden Fall müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier raucht, ne? Dass ihr die Glut nicht hier auf die Straße schmeißt. Aluminiumgehäuse. Okay. So, jetzt gleich da vorne, wo die Polizia Civil war. Dann müssen wir gleich rechts. Sind wir schon am Strand. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet hier so eine Bude oder so. Ey, wie geil das einfach ist. Ey, das ist wirklich, am Strand ist eigentlich nichts los. Obwohl hier eigentlich Dings, wir sind mit Eurowings geflogen übrigens. Ja, mache ich alles. Die guten Fortuna kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Marlboro 4,75 Euro kosten. Die habe ich mir tatsächlich gestern gekauft und ich habe immer das Gefühl, dass die Filter sind mir dreimal abgebrochen. Ja, keine Ahnung, die haben irgendwie einen ganz anderen Filter als in Deutschland. Die sind irgendwie so immer so ein bisschen abgeknickt, so weißt du? Keine Ahnung. Ich musste die ohne Filter rauchen. Und wir haben hier überall so Deckel, ne? Hier überall sind so Deckel, da steht Telefonica drauf. Also ich denke mal, dass die Internetleitung hier unten drunter unter der Straße verteilt haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht weiß der Tünder irgendwas. Weil hier siehst du fast alle paar hundert Meter oder 50 Meter siehst du hier auf den Boden Telefonica-Deckel. Telefonica ist ja in Deutschland O2, ne? Danke. Für die 24 Bits. War super, okay. So. Aber wenn ich die Farben sehe. Oh, es geht jetzt wieder runter, ne? Ist das Tag 1? Ne, das ist, ja, also wir waren ja gestern schon da, ne? Wir waren ja gestern schon in Malaga. Also quasi jetzt Tag 2, kannst du sagen. Schickt mir einen Gullideckel, genau. Stacheldrahtzaun, was hast du? Ja, hier ist eine Baustelle. Gleich wird's schön, pass auf, An der Promenade entlang. Ich muss natürlich hier die Augen aufhalten, weil auch viele hier sehr. Die Box funktioniert hier irgendwie nicht. Also, das kommt alles aus dem Handy. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich gut aufpassen, dass ich hier nichts filme. Weil hier liegen sehr viele so Sardinenbüchsen hier am Strand. Dankeschön für die ganzen Bits und Bytes, ihr Lieben. Ihr seid verrückt. Dankeschön, Phil und M&M. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Ich weiß nicht, warum der Speaker hier nicht funktioniert. Junge! 1985 houdt 5 ukkeraus, vuur en epekon 4 ladisjes klop. Ja, daar freu ich mich auch drauf, wenn ich aus dem Hotel raus bin. 4 ladisjes klop. Der Umtag. Kuss. Für die 5 Euro. Damen dafür. Haben die in Köln Palm gefällt. Ohne Scheiß, also Köln ist schon eine geile Stadt, ne? Aber das hier ist noch geiler. Ohne Scheiß, ihr müsst hier hinkommen. Ihr müsst wirklich hier hinkommen. Ey, also ich wollte euch erzählen, ich bin nicht mit Ryanair geflogen, weil Ryanair, ich weiß nicht, das ist so kompliziert, da einen Flug zu buchen. Dann passt die Koffergröße nicht, dann passt das nicht, dann musst du extra bezahlen. Weißt du, die bieten dir 50-Euro-Flüge an, aber wenn du dann nachher Koffer hast mit Übergewicht, nur 20 Kilo dies, das, bist du auch bei 180 Euro. Jetzt sind wir mit Eurowings geflogen und da war sogar scheißegal, ob ich 12 Kilo in meinem Handgepäck hatte, obwohl nur 8 Kilo angegeben war. Der Gorbik hatte, glaube ich, 2 Kilo Übergepäck in seinem normalen Koffer. Und das war auch scheißegal. Und wir haben nur 170 Euro bezahlt. Also pro Person, ne? Lebst du im Hotel? Nee, ich lebe gerade im Hotel. Aber morgen beziehe ich mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Hier ist ja der Strand, ja?
Und mein Zimmer ist dann quasi da hinten so, also mehr so im Zentrum. Also weiter da sogar. Ich zeige euch gleich den Hafen, weil der Hafen ist noch sehr weit weg. Wir sind jetzt gleich an der Promenade. Und die Promenade hier ist auch noch nicht so schön, aber dann geht's ab. So, warte. Jetzt machen wir kurz hier die Zigarette hier vernünftig aus, weil das ist wirklich nicht geil, wenn hier ist alles furztrocken, Leute. Wir haben auch Lime-Scooter hier, ne? Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ja mal einer gucken, ob man die Dinger auch im Ausland benutzen kann für 10 Euro am Tag. Eurowings, genau. Ja, meine ich. Der Eurowings war das, genau. Wohlhabende Stadt. Aber Köln ist geil. Kannst du nicht sagen, dass Köln scheiße ist. Köln ist cool. Ja, ist wirklich so ein Murmel. Das habe ich mir nicht angetan. Ne? Also habe ich mir gedacht, lass lieber volles Programm und dann hast du auch keine Probleme. Und wir hatten auch keine Probleme. Alles durchgewunken, Koffer zu voll, kein Problem. Das ist top. Aber wenn ihr jetzt Ahnung habt vom Fliegen, ne, und ihr so ein bisschen sparen wollt, dann ist das bestimmt nicht schlecht, wenn ihr da Plan von habt. Ne? Aber ich würde euch jetzt nicht empfehlen, mit so einer Fluggesellschaft zu fliegen, wenn ihr da eigentlich nicht so in use seid oder in touch, sage ich jetzt mal so, ja. Die Paletten sind in der Garage, Madness. Die Paletten sind in der Garage. Ja, das kommt jetzt, das Meer. Das kommt jetzt. Das ist quasi hier. Aber das ist noch nicht schön. Pass auf. Das kommt jetzt. Oh, ich will mal gucken, wo ich hier hingehe. Ne? Das ist ja so ein bisschen komisch. Die haben auch hier das ist quasi wie in Holland hier so aufgeteilt in Links- und Rechtsverkehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon immer so war oder ob das jetzt wegen Corona so ist. Ich drehe mich mal so ein bisschen um, dass da auch ein bisschen hier was sieht, was hier so abgeht. Ich muss ja wieder üben. Ne? Ich war jetzt auch schon wieder lange nicht mehr so aktiv. Ich muss, dass hier keine Körper frei oder sowas. Oder Kinder irgendwo pinkeln oder so. Jetzt fängt nämlich das richtige IRL-Streaming an, wo man auch ein bisschen drauf achten muss, was man macht und tut, ne? So. Hey, die Fan, ich küsse deine Herzunge. Ne, eigentlich gar nicht so lang, Pizza. Eigentlich überhaupt nicht so lang. Eigentlich geht's. Also, wenn ich jetzt nicht im Stream bin, dann bist du in 20 Minuten hier zu Fuß. Gemütlich, wenn du gemütlich gehst. Warte. Ich muss natürlich, ich kann jetzt nicht so schnell gehen. Ich muss echt überall hingucken, dass hier nichts, dass ich hier euch nichts Verbotenes zeige, sage ich jetzt mal so, ja. Aber hier haben wir den Strand schon. Wartet ab, das ist noch nicht schön hier. Wir kommen gleich zum geilen Strand. Wie lange läuft die Pizza denn bis zum Strand? Das ist wirklich nicht weit vom Hotel. Das Hotel ist wirklich am Arsch der Welt. Ihr habt euch selber gesehen, wo wir gestartet sind. Da irgendwo ungefähr ist das Hotel. Und ja. So. Okay. Ja, jetzt ist natürlich hier so ein bisschen Risikozone, ja. Aber guck mal, wie geil das hier ist, Leute. Also bis auf die Baustelle da hinten, aber. Mashallah. Ja, Remark, den habe ich. Ich zeig mich gleich mal, ey. Und ich war heute nur 2 Stunden am Strand. Junge. Kannst du keinen sagen, ey. Kannst du gerne machen, ey, Vanlife. Kannst du mir gerne mal schreiben, so klar. So ein paar Insider-Dinger. Ist natürlich geil, aber ich finde ja alles hier faszinierend. Ne? Ich finde wirklich hier alles faszinierend. Guck mal, alleine schon, wenn wir jetzt hier demnächst mal das Chatting machen mit dem Blick nach da, ne, mit richtig Hightech-Equipment, ja, also nicht hier mit der scheiß GoPro, weißt du. Wir machen ja hier richtig Remi-Demi demnächst, aber erstmal muss der ganze Kram aus Deutschland nach uns kommen. Ne? Das kann 2 Monate dauern, aber dann können wir hier vorne sind die Waffen. Ich erzähle da wahrscheinlich jetzt nicht wegen dem Weitwinkel, aber da vorne ist der Hafen. Da geht es dann zu Torx. Und Nerja ist ganz weit hinten. Das sind so ungefähr 75 Kilometer. Aber hier an der ganzen Küste kann man zum Beispiel Fahrrad fahren. Ne? Ihr seht ja hier den Weg, einfach mal so eine Radtour machen hier im Stream. Wäre zum Beispiel auch mal ganz geil. Und ich vermisse auch mein Fahrrad. Mein Fahrrad habe ich ja leider nicht mit. Aber das wird schön. So, ich muss jetzt die Augen offen halten, ja? Wenn ich gleich einmal so mache, ja, dann wisst ihr Bescheid, ja? Wenn ich jetzt gleich so mache, dann wisst ihr Bescheid, dass ich mache. Ich muss jetzt auch mal kurz so machen. Weil hier an den Duschen ist das ein bisschen...
Und die kann ich euch auch nicht zeigen, weil ihr seid dann geschockt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Mit Mods. Mit den Mods noch ein bisschen hier kommunizieren. Ich weiß nicht, ob der Junge irgendwas drunter hat, deshalb mache ich nochmal so. Ich muss halt mit den Mods kommunizieren, dass die vielleicht 20 Sekunden früher den Stream sehen als wir. Da bin ich gerade noch dran. Jetzt muss ich noch einwenden, dass die Mods dann früher. Also wenn dann so eine Bühne kommt, kann halt sein, dass das die Mods gemacht haben, weil die vielleicht schon vorher gesehen haben, okay, da vorne läuft irgendwie ein nacktes Kind oder so. Das wird alles hier professional. Oh, jetzt geht's low. Junge. Schon Kategorie rum? Nein, wir machen Just Chatting hier. Ich gehe nicht in diesen Hot-Tube-Ding. Wir machen ja erstens keinen Strandscheiß. Ne? Ich mal hier nicht den Namen mit dem C. Ich mal nicht den Namen mit dem C in den Sand. Wir machen ja hier so ein bisschen Sing. Wir machen ja mehr Just Chatting. Wir labern ja hier so ein bisschen. Und ja. Oh, ist ein bisschen low, ne? Hier. Geht ein bisschen runter hier, die Kilobitrate, ne? Aber solange die GoPro noch läuft, bin ich eigentlich recht zufrieden. Verpixelt von selbst. Das ist ja schon mal gut. Wir testen das erste Mal das Vodafone-Netz, ne? Das ja auch nicht vergessen. Motzen lesen den Chat. Ja, sollten sie. Sollten sie eigentlich in der Regel. Die sollten den Chat regeln. Ja, lesen. Aber wir haben ja so viele schon, ne? Und die sind ja auch alle am Start, ne? Wenn man das ist. Das kriegen wir da schon gedacht. Fun Girls. Klau ich dir den Geldbeutel aus dem Rucksack? Ey, die wollen mich beklauen, haben die gesagt. Die Leute im Chat. Ja. Das sind alles so Unverschämte. The Hunter Call of the Wild. Ey, guck mal hier, hab ich gelernt. Hier, guck mal hier. Hier ist Hasenkack. Kennt ihr noch das Spiel Hunter Call of the Wild? Das ist frische. Das Rehkacke. Das Rehscheiße, ey. Ich hab's doch Hunter. Das ist ja wirklich hier. Wir sind ja wirklich hier 800 Meter hoch oder so. Ja, gar nicht wahr. Keine 800. Was ist das denn hier? Für ein Abdruck. Guck mal hier, was das für ein Abdruck ist. Das ist auf jeden Fall keine Hand. Das ist auch ein Abdruck. Seht ihr das? Guck mal, was ist das für ein Abdruck? Alter. Kein Buch, aber die Bravo. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, außer die Bravo-Zeitung oder sowas, weißt du? Hier, Dr. Sommer. Also ich bin jetzt auch nicht so redegewandt, ne? Metal. Mal Cody-Man, Junge. Cody-Man ist am Abmelden. Zu dick für die Ritze. So, Achtung. Ich muss euch irgendwie festhalten, weil sonst schwinge die Kamera hier so scheiße. Alter, die geht aber ab. Junge. Monte von Sot. Kennt ihr Monte? Also nicht Monte auf Twitch, sondern den Pudding. Monte von Zott ist, glaube ich, ohne Scheiß, der hier, der ist von Lidl. Airline fühlt sich wohl. Ich fühle mich richtig wohl. Fehlt noch richtig die Augenränder, ey. Hier Piercing und sowas, Alter. Er bekommt den Hoodie nicht an. Ich hatte diesen Hoodie hier angehabt. Diesen Hoodie, den kann ich dann mal anziehen. So. Hier müsste das hoffentlich wieder gut sein. So, mein Chat ist gerade nicht drin. Kirschkuchen, dankeschön für deine Bits noch vorhin. So, ich weiß nicht, ob wir live sind, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen mal hier runter to the beach, oder? Sollen wir mal runtergehen? Alles fresh? Ja, der Tön, das hat er mir uns auch gesagt. Das hat er uns auch tatsächlich gesagt, dass wir brauchen auch ein 5G-Handy, weil wenn du 5G hast, dann hast du auch dieses Unlimited, also auch diese Velocidad maximal. Und genau. Ich muss kurz hier ein Auge hinwerfen, wie es hier aussieht. Es sieht okay aus. So, wir gehen mal runter zum Strand. Wenn ich irgendwas sehe, mache ich euch kurz die Kamera weg. Ich will euch nur das Wasser kurz zeigen.
Let's go to the beach, oh yeah. Ja, ich muss mal kurz hier, weil ich weiß nicht, was hier hinter mir ist. Ich muss kurz hier, oder links neben mir, oder was mich hier hinter erwartet. Das ist das Problem. Deshalb muss ich jetzt mal kurz hier closen, weil wenn hier irgendwo Nackte liegen, ne, haben wir auch schon ein Problem. Und von daher, ach Leute, so. Muss ja aufpassen hier wegen Kinder und sowas, ne? Aber die Wellen gehen aber heute mal richtig ab. Die sind eben noch nicht da hinten umgeschlagen, sondern eher vorne am Strand. Und ja. Zensur! Ja, tut mir leid. Ey, die Wellen gehen aber jetzt gerade richtig ab. Weil sonst sind die immer noch hier vorne umgeschlagen. Jetzt schlagen sie schon nach hinten ab. So. Also das Wasser ist auch arschkalt, muss ich sagen. Es ist wirklich frisch. Das Wasser. Oh Junge, es ist kalt. Man muss wirklich reingehen. Und ansonsten, es ist wirklich arschkalt. Hätte ich nicht gedacht. An die Gönnerinnen. Ach, sehen, ihr habt einen Sub. Ah, ein Sub abgegriffen hier. Aha. Aha. Aber da kann ich hier. Ich muss erst gucken, wo ich hin streame. So, okay. Aber da vorne seht ihr den Hafen. Da vorne ist der Malaga Airport. Oh, ihr seid ein bisschen schief, glaube ich. Und das ist noch ein gutes Stück bis dahin. Und irgendwo da hinten stehen auch die ganzen Yachten und sowas. Und ja, das Geile ist aber, man kommt hier einfach überall zum Strand hin, ne? Nigelt nur rum. Das ist kalt, sag ja. Geh weg, ich hasse dich. Warum? So, warte. Kurz die Zigarette ausmachen hier am Wasser. Die nehme ich natürlich mit. Also muss ich mal kurz noch meine Schluppen hier sauber machen. Ey, die ganze Hose war voller Kies. So, kurz die Kamera hier zugehalten. Weil hier keine Sardinenbüchsen hier filmen. Da muss ich euch leider immer so kurz das Bild wegmachen. Weil, so, ihr wisst schon, Twitch. Zeig Spalte! Ihr seid so blöd, ne? Zeig endlich Fuß! Ja, Füße kann ich euch zeigen, ist kein Problem, aber Spalte wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. So, warte mal, wir gehen jetzt mal da hinten. Da machen die Yoga. Und da stelle ich mich jetzt mal kurz auf mit euch. Ich glaube, da war das Internet scheiße, ne? Wir gehen da. Wir bleiben drin, Leute, wir bleiben drin. Ja, die zieht sich um. Okay, warte. Ja. Aber, nee, die zieht sich aus. Okay, ja, auch nicht okay, aber, ey, was für Figuren die hier haben, ne? Ohne Scheiß. Und dann komme ich mit meinem fetten Bierbauch und, ja, einfach nur traurig. Scheiße. Kies, die man rauchen kann, natürlich. Ah, natürlich Kies, was man rauchen kann. Was denkst du denn? So, warte, ich guck mal kurz, wo ich mich hier hin chillen kann. Kann man sich hier hinpflanzen? Hier kann man sich hinpflanzen. Aber dann weiß ich nicht, was hinter mir abgeht, das ist das Problem. Das heißt, wir gehen nochmal vielleicht ein kleines Stückchen weiter. Vielleicht da oben drauf. Da oben drauf gehen wir mal hin. Kirschkuchen! Dankeschön! Dankeschön für die Bits. Warum kommt denn hier kein Ton? Warum kommt hier kommt absolut kein Ton, wenn du die Bits da gerade spendest? So, warte. Okay, ist alles okay. Es ist alles Twitch-gerecht. Hier meine Zigarette habe ich immer noch in der Hand, dass ihr das seht. Die wird natürlich jetzt fachgerecht entsorgt. So, einmal kurz hier so. Ein bisschen kritisch, ne? Strand so um diese Uhrzeit ist kriminell. So, muss natürlich überall die Augen drauf haben, dass wir hier nichts Blödes filmen. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich nur da, um genau sowas zu sehen. Hallo, Mr. Devil, was geht ab? Ah, Alter. So. Nimm den kaputten Sonnenschirm für Gorbik. Gorbik hat sich echt verbrannt und das trotz Sonnenschutzfaktor. 30 hat er genommen. Ich meine, es hätte übler sein können, wenn er keinen genommen hat. Aber Gott sei Dank hat er einen genommen. Also ich habe ihn dazu geraten.
dann doch auf einen umzusteigen. So, ich guck mal kurz, wo wir uns hinpflanzen können. Hier können wir uns hinpflanzen. Oh, guck mal hier, Gorwig, wenn du da bist. Ey, Hedy-Fan, ich habe meine E-Kippe nicht mitgenommen. Ey, Gorwig, guck hier. Wir haben hier Trainingsgeräte. Ich habe meine E-Kippe vergessen, ohne Scheiß. Oh mein Irrkopf, du brauchst eine Frau. Sag was. Ja, ey, ohne Scheiß. Ich hab Viva Wolzischen angeschrieben. Ich so, Alter, die Mädels hier. Hilfe. die sehen wirklich krass aus hier. Aber es ist ja blöd, wenn man die Sprache nicht quatscht, ne? Das ist natürlich das Problem. Warte, wir gehen hier. Wir setzen uns hier hin. Dann zeige ich mich mal kurz. So, ich bin auch froh, wenn ich mal sitzen kann. Oh, Leute. Oha. Hast du gesehen? Hier auch noch. Guck mal hier. Hier auch noch. So, ich packe mal kurz das Zeug raus und dann kann ich euch hier eben kurz hinstellen. Moment. Und dann können wir kurz da mal so ein bisschen quatschig. Ich muss, ihr seht jetzt gerade kurz meinen Nacken oder in den Himmel oder sonst wo. Ich gucke gerade mal, wo ich habe meine Stative. Moment. Machen wir das andere. So. Alright. So. Und dann kann ich euch kurz hier anpacken, hier dran machen. Und dann können wir von mir aus auch noch so ein bisschen im Selfie-Modus hier durchlaufen. Aber das Problem ist halt, ich sehe hier nicht, was hinter mir abgeht. Ne? Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Jetzt muss ich euch mal kurz hier reindrücken. Na, komm, so. Und hier ist er. Und hier ist er. So. Wahrscheinlich genau gegen die Sonne. Ist natürlich auch praktisch. So. Aber wir sind auf jeden Fall gut angekommen, Leute. Wir sind auf jeden Fall super gut angekommen. Wir hatten einen Flug von 2 Stunden 50 Minuten oder so. Und kurz vor Flug, ne? Also kurz vorm Check-in, vom Boarding, kam ein Name. Jerome. Ich so, oh nein! Aber war zum Glück jemand anders. Nacht, Falke, was geht ab, Alter, fahr weiter, zeig dich! danke schön für deinen Host, Nacht, Falke. Ich hoffe, dir geht's gut. Kussi. Ich hoffe du enjoyst diesen Point of View hier. Wir versuchen die Qualität noch ein bisschen zu steigern. Ja, das dauert aber noch ein bisschen, bis unsere ganzen Sachen hier sind. Weil mit so einer geringen Qualität wollen wir euch natürlich nicht zumuten, so war das, so, genau. Dreh die Cam wieder, Schnauze. Jetzt siehst du auf, jeden dunkel aus. Treffel 32 auf der Treffel 10. Lauter bitte. Lauter! Alle? Vorfahrt genommen. Klebt. Ich brauche schon mal so ein bisschen kloppen. Danke für von. Ey, Junge, sitz. Das ist genau das hier, Junge, ey. Guck mal auf die Straße, du Vogel! Kalin Kakala. Kalin Kakalin Kakalin 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 Kakala. Taxi küsst Laterne. Und ich war schon jahrelang nicht. Oh! Hat er die Laterne mitgenommen, der Taxifahrer? Habt ihr das gerade gehört? Hat er die Laterne da mitgenommen? Guck mal, fährt er einfach weg? Die Biberratte. Der grüne Tempel. I Ratten. Ne, Biber, guck mal hier. Biberschen. Das hat aber eine Ratte. Aber guck mal, der ist ja voll nah, der kommt ja voran. Oder ist das eine Ratte? Ist das eine Wasserratte oder ist das ein Biber? Was da schwimmt. Ah ja. Rest in peace, Kamera.
müsste eigentlich wieder da sein. Es kann sein, dass das an diesem Alugehäuse liegt, dass die Verbindung abkackt, weil das alles ein bisschen abschirmt. Weil eigentlich habe ich hier gutes Internet. Ich habe gerade nochmal geprüft. Ja, danke, Indy. Danke, danke. Danke. Und Bosch ist auch am Start. Guck mal da. Na, das hat nichts mit dem Internet zu tun, glaube ich. Ja, du darfst nicht vergessen. Die haben ja hier also ein paar andere Regeln, was das Internet angeht. Aber du zahlst halt hier weniger für. Ne? Und dafür könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch Movistar holen und das zusammen bündeln. Ne? Und dann haben wir quasi zweimal Internet. Aber das kommt alles noch. Wir üben das ja gerade noch. Kann sein, dass das gerade eben an dem Alugehäuse hier liegt, weißt du, an der Kamera, dass die nicht so heiß wird. Ich habe hier so ein komplettes Alugehäuse um die GoPro dran. Kann sein, dass es daran lag. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wieder da, wieder da, wieder da. Ne, es hat, glaube ich, nichts mit dem Internet zu tun, White Pearl. Das hatte, glaube ich, gerade was mit dem Gehäuse hier zu tun, wo ihr drin seid. Weil ihr seid hier wirklich in so einem kompletten Kasten eingebaut, dass es nicht so heiß wird. Weil sonst wird die GoPro schon lange tot sein, das ist das Problem. So, Haushaltsplan und jeden Montag Mitbewohnerbesprechung. Das wäre krass. Also morgen geht es auf jeden Fall in die neue Bude. Um 15 Uhr, 15:30 kriege ich die Schlüssel ungefähr. Dann kann ich meine Koffer da auspacken. Der Gorwig darf auch ein paar Tage mit drunter weinen. Aber er muss sich natürlich eine eigene Bude suchen, weil ich kann es nicht mit zwei Mann unter einem Dach schlafen. Weißt du, also in einem Zimmer, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich brauche meine Ruhe. Ich möchte schlafen können. Ich möchte aufstehen, wann ich möchte. So, weißt du, nach dem Motto. Das funktioniert nicht. Deshalb habe ich auch schon Gorwig gesagt, er muss sich auf jeden Fall bemühen, so, dass er dann da auch sein Zimmer da bekommt. Ich habe meins da bekommen. Ne? Ich habe, glaube ich, 40 Leute angeschrieben. Zwei haben geschrieben, no, no. Und der andere hat geschrieben, ja, kein Problem. Und ja, habe auch schon den Mietvertrag da und morgen unterschreibe ich das. Die Unterkunft, das kann ich, also wir sind jetzt gerade im Hotel und morgen ziehe ich in meinem Zimmerchen. Also ich habe so ein Doppelbett, ne, so ein Doppelbett mit Schreibtisch und habe einen Schrank da drin, kann dann meinen ganzen Koffer leer machen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Unterkunft. Ich habe aber die ganze Unterkunft selber noch nicht gesehen. Ich habe die ganze Unterkunft noch gar nicht gesehen. Die kann ich euch erst morgen vielleicht mal zeigen, so über Instagram so ein paar Bilder machen oder so, oder Dings. Hey, genau. Wann sehen wir dich in alter Mr. Milfanta. Ich habe mir gestern, Mr. Milfanta, du kannst das vielleicht verstehen, ich wollte eben was erzählen. Ich habe mir gestern zwei Wasser geholt, unten an der Hotelrezeption für 2 Euro. Da hat der Gorwig einen Spruch rausgehauen. Den schreibe ich dir nachher. Den schreibe ich dir gleich, das kann ich nicht sagen. Aber da hättest du dich genauso bepisst. Da hätte ich auch nicht gesagt, dass das aus Gorwigs Mund kommt, sowas. Genau. Warum ich nicht mit der DJI streame? Weil ich hab mir so Lüfter mitgebracht. Ich habe so zwei kleine Lüfter, die muss ich mir noch dran machen, weil die wird jetzt sehr schnell heiß. Wir haben es hier gerade 36 Grad und ich glaube, das wird die G Osmo nicht packen. Also ich glaube, mit der Osmo würde ich, glaube ich, nur abends streamen. Mit der Osmo würde ich, glaube ich, nur abends streamen wollen. Wenn es dunkel ist, wann habt ihr besseres Licht? Ihr seht hier die Gassen besser und sowas. Genau, ich mache das nur, wenn es dunkel ist. Ja, Mr. Milfanta, schreib mich nochmal an, ne, dass ich das nicht vergesse. Ey, du lachst dich kaputt. Ey, warum kommen hier keine Bits mehr durch? Ich höre ja gar nichts mehr. Ich habe ja keine Sounds mehr. Dankeschön für die 19 Bits, Golfheizer, Junge. Vielen lieben Dank. Ach, warte, weißt du warum? Weil ich hier in der Twitch-App drin bin. Warte mal ganz kurz. Warte, Bosch, ich bin hier in der falschen App. So, ich habe die falsche App offen. Jetzt funktionieren auch die Alerts wieder. Warte, ich muss kurz connecten. Jetzt, Dings. Einzimmerwohnung, ja, klar, aber die kriegst du ja nicht. Ohne diese Nienummer kriegst du ja diese Zimmerwohnung nicht, ne? Ohne diese Nienummer bekommst du gar nichts. Wir sind froh, dass wir jetzt einen Handyvertrag bekommen haben bei Vodafone. Der war sehr cool, der Typ, hat uns das erklärt. Mit Mühe und Not, mit Hand und Fuß. Ne? Und sonst hätte man nämlich heute auch nicht streamen können. Schurte nicht, was? Ja, warte, ich mache mal Wiederholung, warte. Hier, Golfheizer hat eben gecheert. Moment, da. Also, das war einmal das. Und dann hat noch Kirschkuchen gerade eben die 10 Bits rausgehauen. Warte, dann machen wir auch noch mal kurz Probe. Ah, Junge, Murmel. Murmel, Dankeschön. Dankeschön für die Bits. Für die 43 Bits. Was habt ihr bisher gegessen außer Brot und Mayo? Der Tünn, wir haben nur Brot und Mayo gegessen. Wir sind arme Schweine. Wir müssen unser Euro umdrehen hier. Das ist nicht so, dass wir jetzt hier jedes Mal in der Bar sitzen. Ne? Dass wir hier irgendwo in der Bar sitzen und uns hier schön voll essen mit Paella. So sieht das Ganze leider nicht bei uns aus.
Ja, wir müssen leider hier auch ein bisschen gucken, dass wir hier nicht wie Krösus leben. Ja, das funktioniert leider so nicht. Auch wenn es hier günstig ist. Ne, ja, wir müssen ja Internet noch bezahlen. Ne? 40, 80, 60 Euro, sagen wir mal, vielleicht am Ende des Monats. Ne? Miete, dies, das. Da haben wir ja nicht alles mal eben so im Petto. Ne, das funktioniert nicht. Warte, ich muss mal kurz den Bildschirm hier dingsen, weil ich will ja nicht nächste Woche wieder zurück, weißt du? Das ist das Problem. Berti will dann immer, ja. Sehen wir, Junge. Die sieht echt so aus, ne? Wie eine Wollersheim-Brille. Das stimmt, ey, Junge. Der sehen wir, der trifft das immer auf den Punkt, genau. Tinder-App. Was willst du in Malaga arbeiten? Ja, ich werde Vollzeit-Streamer. Nein, Spaß. Hast du auch gesehen? Guck mal, 25 Euro hier, 10 Euro da. Ja, ich habe schon mein Tagessoll erreicht. Ich mache den Stream jetzt aus. Vielen Dank für alles, ne? Ciao. Nein, Spaß. Wir werden hier auf jeden Fall auch so ein paar Geschäfte noch so machen. Vielleicht werden wir noch irgendwie mit Immobilien irgendwas machen können oder so. Ne? Vielleicht haben wir hier irgendwie welche auch im Stream, die hier Wohnungen haben oder sowas. Ne? Die sagen, pass auf, ne? Das kann ja alles passieren, dass man das irgendwie so ein bisschen mit verbinden kann, so, weißt du, jetzt ohne euch damit auf den Sack gehen zu müssen, weißt du? Streamer haben noch immer viel cooler. Ey, Tobi, ich grüße dich jetzt. Ich habe dich gerade eben noch gesehen, wo die Verbindung abgekackt ist. Ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Nein, wir haben wirklich nicht viel Geld. Wir leben hier wirklich, heute haben wir uns auch noch Brötchen geholt. Ich habe noch gar nichts gegessen, außer was waren das, so schokogefüllte, was waren das? Wie heißen diese wie heißen die? Ach Mann, ich komme nicht drauf. Das waren Muffins, aber mit Schokolade, so weißt du, kannst du fast sagen. Und das hab ich heute nur gegessen. Also jetzt wirklich, da vorne ist schon Alarm, weißt du, da vorne ist Alarm, also müssen wir hier so rüber, so, okay. Ich hab das auch nochmal gesehen. Wir müssen wirklich aufs Geld gucken, wir können hier nicht in Saus und Braus die Kohle auf die Dings ballern, ne? An der Bar Wasserholen, ja, da liegt der Fehler, aber wir hatten ja nichts, ne? Und der nächste Kiosk ist 500 Kilometer weg, ist das Problem. Und dann mussten wir uns für 2 Euro Wasser holen, weil ich habe ja in der Nacht so viel Durst, weil ich halt Schnupfen habe und wahrscheinlich auch mit offenem Mund schlafe. ja, blieb halt nichts anderes übrig, ne? Immobilienmakler, ja, das wäre schön. Wir bieten einfach eure Häuser an für Hunderttausende von Euro. Und wir kassieren dann einfach 5%. Das wäre natürlich schön, ne? Wenn jetzt hier jemand sagt, wir haben ja eine Bude, die könnt ihr zum Beispiel haben. Das sage ich nicht nie. Aber es ist wirklich schön hier, ohne Scheiß, es ist wirklich geil. Ihr habt jetzt nur den kleinen Teil gesehen, ja? Also da hinten geht ja erst richtig die Post ab, da hinten, ja? Wo der Hafen ist, da geht erst die Post ab. Wir sind ja hier noch mitten außerhalb, irgendwo in der Pampa. Aber das sehen wir alles noch. Ich wollte nur mal zeigen, so hallo, ich liebe, wir sind gut angekommen hier. Ja, moin. Straßenapothekergeschäfte, genau. Was meinst du, man muss nicht alles zeigen? Warte mal, was hat er geschrieben? Alle Streamer haben doch eine Villa und ein Lambo. Das wäre schön. Ey, ohne Scheiß. Ich zeige euch immer alles. Ihr wisst das. Ich lege immer meine Karten offen. Ne, ich habe euch immer. Ihr könnt meinen Bruder fragen. Mein Bruder sagt auch, der ist ja wirklich so verpeilt, wie der auch im Stream ist. Da bin ich ja auch. Ne, ich erzähle euch da keine Geschichten. Ne? Also klar, wir hatten auch mal schöne Monate gehabt. Ne? Pelko, Grüße gehen raus. Ne? Wenn so ein Pelko hier jeden Tag im Stream ist, ne? Kann ich mir auch vorstellen, hier jeden Tag hier, ne? Hier so mal 4-5 Stunden hier, ne? Durch die Costa del Sol zu laufen, ne? Habe ich kein Problem mit. No problemo. René Pascal wäre dein Ansprechpartner. I see you. Ey, Junge, CK, was geht ab? CK, wo bist du hier? Warum du nicht neben mir? Du wolltest mich abholen, hast du gesagt. CK, Puls geht raus. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut bei dir. Die kosten 70 Cent. Ja, habe ich schon gesehen, Tim. Wir dürfen ja kein Wasser hier trinken aus der Leitung. Ne? Weder Hotelwasser noch sonst was. Das ist alles ein bisschen kritisch, ne? Weil das ist dann im Hotel ist das, glaube ich, geklort. Und das sollte man wohl nicht trinken. Auch nicht abgekocht trinken oder so. Das ist alles ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dem Wasser hier. Schick mir Silikon. Riemark, was geht ab? Ja, natürlich, Shadow Warrior. Ich bin endlich angekommen.
Guck dir das Geile mal an hier. Warte mal, ich muss mal gucken, was seht ihr denn hier? Ah, oh, guck mal hier, die Sonne geht unter. Jetzt ist es auch richtig angenehm. Also hier am Strand ist es richtig schön. Ne? Auch wenn wir hier 36 Grad haben, ist es wirklich angenehm. Da kannst du schon fast wieder eine Jacke anziehen. Und ja, ich sag mal so, dass gestern haben wir uns fast den Arsch abgefroren bei 27 Grad. Da dachten wir uns, okay, eine Jacke wäre nicht schlecht. Oder ein Pulli. Ich bin zum Kilometer weit mit dem Chat hinterher, ne? Tut mir leid. Natürlich grüße ich dich, Madness. Straßenabo, Digga. Wir haben ja eigentlich in einer WG klar gemacht, über Idealista. Idealista.com oder ES, glaube ich. Und dann kannst du da deinen Bereich markieren, wo du hin willst. Und dann kannst du da eingeben, WG oder Wohnung. Das ist quasi so eine Wohnungsmarkt-App. Genau, Idealista. Sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Da kannst du so sehen, wie die Preise in Spanien sind, was Häuser angeht. Topfkratzer, hier gibt's tatsächlich so einen Strandverkäufer. Der hat eine Spanien-Cappy auf und ein Deutschland-Trikot. Der verkauft hier Getränke am Strand. Da habe ich mich eben drüber bepisst. Genug abgehört. Ja, das stimmt auch, Holde. Und Chris. Start. Wir sind in Malaga, also wir sind jetzt gerade ein bisschen außerhalb von Malaga. Malaga ist quasi da vorne. Ja, warte, ich kann es dir mal kurz zeigen. Wir sind in Malaga, also in Malaga ist der Bereich, aber vorne ist der Hafen und da ist das Zentrum. Ja, also da ist wirklich dann auch die... So. Ich muss mich natürlich immer hier so ein bisschen umgucken, weil das ja hier so ein bisschen problematisch ist. Aber... Wo Italien-Trikot? Du kannst mich mal. Den ziehe ich heute nicht an. Dann krieg ich direkt Outlet-Center. Da bekommst du richtig geile T-Shirts für 5 Euro, 6 Euro. Nike, Adidas. Also, ich habe, glaube ich, Bilder gemacht. Ich muss nachher mal gucken, ob ich das auf Instagram hochladen kann. Da, also richtig geil. Du bekommst hier wirklich Schnapper. Schnapperle. Bekommst du hier an T-Shirts und sowas. Ich packe euch mal wieder hier vorne dran, weil das nervt mich gerade ein bisschen hier, das hier so rumzuschleppen. Ihr habt den Sunny Boy ja jetzt gesehen. Jetzt zeige ich euch wieder den Blick nach vorne, wenn ihr nichts dagegen habt. Dann baue ich euch mal kurz eben um. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier bin. Also eigentlich war ich gar nicht hier oben drauf. Ich müsste ja, glaube ich, hier runter. Genau, und dann dahin. Warte mal eben ganz kurz. Baue ich mal eben kurz um. Dann gehe ich auch schon quasi fast wieder zurück. Ich hab da noch mal so ein bisschen Sonnenuntergang, noch ein bisschen Industriegebiet. So, wartet. Zack und zack und zack. Da habe ich übrigens wieder meine Hände frei. So. Alter, guck mal hier, Papageien. Das gibt's doch nicht, hier sind Papageien. Ja, es sind keine Papageien. Was sind denn das für grüne Vögel? Seht ihr das? Das sind doch Papageien, oder? Ey, die sind einfach Papageien. Oder was ist das? Was machen die für Geräusche? Sind das Papageien? Sie müssen mich aufklaufen. Aufklaufen. Ihr müsst mich. Papageien? Oh, Tatsache, krass. Hätte ich nicht gedacht. Papageien hier, ey. Krass, aber süß. Jetzt fällt es mal ab. Ich grüße. Outlet habe ich da auch schon gesehen. Ja. 40 Euro, also zwischen 30 und 50 Euro kriegst du da ein Kleid. Da habe ich auch schon mal so einen Blick drauf geworfen. So. Ah, Golfheizer, nee, wir müssen morgen früh auschecken um 10, 11 Uhr und wir haben morgen einen richtig stressigen Tag. Wir gucken gleich bestimmt schön gemütlich im Hotel das Spiel und erst ab morgen fängt unser Tag hier wirklich an in Spanien, ne? Also für mich zumindest, weil ich dann alles dann erledigt habe, weißt du? Ich habe noch so viel um die Ohren, ich muss morgen in das WG-Zimmer einziehen, da mich einrichten, da muss man noch zu der Policia, ne, uns da melden wegen der Nummer und das wird alles ein bisschen stressig, ey. Nimm ein paar mit, kannst verkaufen. Ja, ich mach Papageien-Shop auf. Business safe, Leute, ey. Ich verkaufe euch einfach Papageien. Ah, das wär nicht so schön. Ja, ein Viecher. J-Master!
Ja, wir sind endlich da! Ich fühle mich auch hier ohne Scheiß, ich kann euch das nicht in Worte fassen. Wir sind jetzt hier zwar wirklich in den Baracken, ja? Aber ich fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Espere verde. Ihr müsst mal gucken, manche Ampeln sind voll geil, Alter. Die sind animiert. Das sieht voll lustig aus. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich bin ja schon auf dem Weg zurück. Danke. Ihr könnt gerne noch ein bisschen eingeschaltet bleiben hier und dann gleich mache ich den Stream aus und dann sprinte ich ins Hotel. Oh, ey, aber Gulasch, ne? Also das sind, ey, Sportler, das sind, glaube ich, Sachen. Also ich wurde ja wirklich beköstigt, ja, in den 6 Wochen bei meinem Bruder mit feinstem Essen vom Viva Wolzettchen, ja. Und mein Bruder hat ja auch mal gekocht, also die können das ja beide. Und das werde ich wahrscheinlich vermissen. Also, ja, ich sag ja, ich bin ein einfacher Mensch, ja, ich fress auch Muffins, ne, und vielleicht einen Apfel dabei und bin dann glücklich, weißt du, aber das sind wahrscheinlich Sachen, die ich so ein bisschen vermissen werde. Also, nicht heute auf Twitch, sondern den Pudding. Ich hab noch Monte von Circus, glaube ich. Ey, ohne Scheiß, der hier, der ist von Lidl. Airline fühlt sich wohl. Ich fühle mich richtig wohl. Fehlt noch richtig die Augenränder, ey. Hier Piercing und sowas, Alter. Er bekommt den Hoodie nicht an. Ich hatte diesen Hoodie hier angehabt. Diesen Hoodie. Den kann ich ja mal anziehen. Das war da, wo die mich dann auch gecatcht haben, ne? Die Polizei. Und guck mal, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe jetzt noch einen Helm an. Also, scheiße. Es ist schon lange her, ja, es ist schon Jahre her und ich habe auch dafür meine Anzeige bekommen. Was ist denn das hier? Beruf oder was? Ah! Ich würde das Ding ansetzen. So, guck mal, jetzt könnt ihr euch vorstellen. Unfall. Wir sind Geisterfahrer, hat er gesagt. Kamera rip. Netz, Olli! Vodafone! Ja, der Vodafone ist ja genauso scheiße wie in Deutschland, Kappa. Vodafone ist ja genauso scheiße wie in Deutschland. Mann, Mann, Mann. Oh, hier geht's überall ab, Leute. Hier geht's überall ab. Oh, so sieht eine typische spanische Gasse aus. Hier so. Hier geht's jetzt gleich richtig ab. Ach ja, jetzt muss ich mich beeilen. Dann muss ich das Spiel mal gucken. Ach Mann. Ach Mann. Oh, Mierde. Mierde. Okay, ihr habt doch Kabel, ne? Ihr seht ja immer beim Travel, ne? Travel müsst ihr raus. Aber mit Kabel kann ich auch bieten. Kann ich euch auch hier zuwerfen. Die nehmen es ja auch nicht so ernst. Link piep, was? Browser, was geht ab? Ach ja, aber guck mal, ey, die Sonne ballert noch so übel, ne? Ohne Scheiß. Ich sehe noch nicht mal vor mir die Leute, die kommen, weil das trotz Sonnenbrille mal einfach ins Face burnt. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt gerade Vodafone. Wir haben gerade Vodafone. Aber wir testen ja noch die anderen Netze. Von daher alles okay. Wir testen noch Movistar, wir testen noch Dings. Zur Not machen wir halt beide und bündeln das halt. Ne? Das Möglichkeit haben wir ja alles. Weil ich hab auch keinen Bock, immer den Stream hier neu zu starten, weißt du, mit der GoPro ist das schon ein bisschen lästig. Und abends, ne, abends gehen wir dann mit der Osmo raus, mit der G Osmo Pocket. Und dann habt ihr richtig geiles Bild bei Dunkelheit. Also die Sony 3000 ist schon geil, aber die Osmo, die ist noch mal ein Ticken besser. Brossom, ey, das ist wirklich ein geiles Wetter, ohne Scheiß. Und du hast doch hier keine Wolken am Himmel, nix, ne? Und das soll auch einfach nur so bleiben, ne? Du hast hier einfach nur schickes Wetter. Ich glaube, diesen Sommer war, glaube ich, auch nicht so toll. War, glaube ich, auch nicht so schön. Aber das hier, ne? Im Gegensatz zu Deutschland, Düsseldorf, wo wir abgeflogen sind, 16 Grad, Regen. Hast du einfach keinen Bock mehr, ne? Also ihr könnt euch auf jeden Fall hier auf monatelange
Ich hoffe auch für immer, dass wir einfach für immer hier bleiben können, ohne Scheiß. Ich tue da alles für, dass das so funktioniert, weil ich will nicht mehr nach Hause. Ich will nicht mehr nach Hause, Leute. So. Ich muss jetzt aber nach Hause, das Fußballspiel fängt jetzt an. Scheiße. Scheiße, Mann. Nur tut Schrott, ja. Ja, das kann schon sein. Also ich weiß es nicht, ne? Also, mobiles Vodafone-Netz. Ich rede ja immer, ich kann ja. Vielleicht für euch als Privatanwender ist es okay. Ja, auch O2 kann auch für euch reichen, aber als Streamer kriegst du natürlich einiges mit, ob Vodafone, ne? Also, wenn ihr dann die Instagram-Stories seht, so Vodafone, schon wieder kein Upload zu Hause und dies und das. Boah, Alter, das blendet so. Das blendet wahrscheinlich nicht nur äußerst, das blendet wirklich. Du siehst hier nichts. Und ich habe eine Sonnenbrille auf. Was ist denn los, Captain? Jawohl. Achso, jetzt sehe ich das gerade. Berlin, habt ihr schönes Wetter oder was, Kappa? Ah, hier waren wir eben auch. Hier ist irgendwie so ein, keine Ahnung, hier ist so ein riesen Sportplatz. Hinten sind nur Tennisanlagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier steht irgendwas mit Uni. Aber komisch hier, keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären, was das ist. Aber hier bin ich eben auch dran vorbeigetitscht. Nee, ja, Tobi, ihr bekommt mich ja an DE. Ich bin doch in Deutschland. Ich bin doch für euch da. Also morgen, wir müssen erstmal hier die ganzen Sachen erledigen. Und ich möchte auch gerne Spanisch sprechen. Und ich möchte mich auch irgendwann mal mit den Leuten hier unterhalten. Aber erstmal war mir wichtig, Stream anschmeißen, Hallo sagen und zeigen, wir sind da. Und das was hier gerade ist, ne, das ist wirklich nicht Top of the Pops. Ja. Ich gehe nämlich gerade einfach nur zum Strand und wieder zurück. Top of the Pops kommen die Tage. Ja, ich habe ja schon so geplant, wo es hingeht und wo wir machen können. Und wir gucken gleich mal hier an so einem Fernseher, wie der Stand der Dinge ist. Aber ich würde mich jetzt am liebsten auch dahin stellen, ne? Oh, Junge! Sportler! Was hast du für einen Text hinterlassen? Ach, Junge! Der Knackel hat den Sportler in den Urlaub geschickt. Junge Knackel, Ehre, Junge, Ehre, Ehre, Ehre. Vielen lieben Dank dafür, auf jeden Fall für den Support. Ey, ihr seid bekloppt. Ihr dürft ja nicht vergessen, ne? Also ohne euch wäre das auch gar nicht möglich. Und ich hätte auch wahrscheinlich überhaupt keinen Bock darauf, wenn das nicht so wäre, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Chat, ihr. Dass ihr das auch so supportet, weißt ihr, dafür, ich denke das immer so, ihr werft einem wildfremden Spinner ja auch Geld in den Hals, ja. Und das finde ich einfach nur, keine Ahnung, also da gibt es eigentlich keine Worte für. Da, schon wieder. Ey, tausend Dank dafür auf jeden Fall, ey. Kuss, egal was er macht, ja. Jogi Master, Dankeschön für die 50 Bits. Ihr seid bescheuert! Aber im positiven Sinne. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, ich muss mal kurz gucken hier. Ah, guck mal, hier sind überall. Warte mal, wir müssen hier. Ich hoffe, ich muss hier runter. Ne, hier ist zu weit, glaube ich. Scheiße, warte, wo war das? War das jetzt hier links? Ach, Gorbik, wo muss ich lang? Links? War das links? Ich gehe jetzt einfach hier links. Oh, Junge, die Ampeln, die dauern jetzt Minuten, ne? Scheiße. Der Murmel war's, ja. Auf Murmel seinen Nacken, okay. Ich habe schon gesehen, ja, die Kiosks sind hier alle am Verrückspielen. Ich mache das jetzt hier wie in Spanien, ja. Also in Spanien ist es normal, über Rot zu gehen. Und, das sind die animierten Ampeln muss ich euch zeigen. Warte, die animierten Ampeln muss ich euch zeigen. Guckt mal hier, guckt euch mal die Ampeln an, das Grüne. Guck mal, wie geil die Ampeln aussehen, Leute. Guckt euch das an. Guckt da oben. Guck, die laufen einfach. Guck mal, die rennen schneller. Das sieht so geil aus. Das wird nichts. Ach ja, hier bin ich richtig. Hier. Oh, hier vorne ist das Kiosk.
Es tut mir leid, dass das Bild so ruckelt. Ja, das liegt an diesem blöden Handy-Dingsbums, weil das hier so Metall, hier so Aluminium ist. Das ist so schwer und deshalb ruckelt das Bild so scheiße. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, das, aber der Tön, das dauert hier manchmal länger. Das dauert hier viel, viel länger manchmal. Das ist hier schlimm. Die Ampeln sind hier wirklich Katastrophe. Manche schalten erst nach 3 Minuten um. Dann steht da 99 und dann geht das irgendwann erst runter. Katastrophe, ohne Scheiß. Werdet ihr noch sehen. Das bringe ich euch noch bei. Sorry. Ach ja. Ab ins Hotel. Ja, ey, ich hab Bock. Ich muss, mir tun die Beine weh, ne? Ohne Scheiß, ich bin heute schon so viel gelaufen. Mir tun die Beine echt weh. Also die Waden. Die Waden tun mir tatsächlich weh. Oh. So, genau. Hier sind wir da. Genau, wir müssen jetzt erstmal die Straße rüber. Ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Hier ist nämlich, hier ist auch ein schöner Café da. Schönes Caféchen hier. Zwar noch nicht von innen gesehen, aber ist schön. Und wir haben auch hier jede Menge Spielplätze, die wir testen können. Ne? Also müssen wir mal uns über die Rechte klar machen, wie es in Spanien ist, wenn man als 36-Jähriger auf einem Spielplatz verharrt. Ach. Ich habe auch Durst langsam. Durst. So, warte, wir sind jetzt hier runter und gleich müssen wir links. Genau. Aber die Luft jetzt ist wieder richtig angenehm. Wenn die Sonne weg ist, herrlich. Was rasiert. Zeigt uns morgen, wie die WG aussieht. Nee, müsst ihr mir falsch verstecken, weil morgen werde ich den Stream nicht anschmeißen. Morgen bekommt er wieder... Junge! Ihr seid so bescheuert, ne? Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Yogi liggen streepje must airboy het loni liggen streepje pony in den Urlaub geschikt. Yogi liggen streepje must airboy gift aan tier 1 sub to loni liggen streepje pony. Warum meine Box nicht funktioniert, ne? Das weiß ich gerade echt nicht. Yogi, danke schön für das Geschenkesub an Aloni Pony. Da freut sie sich. Da freut sie sich, hundertprozentig. Ey, danke dir auf jeden Fall, Yogi, für den Support, ja. Ganz viel. Küsschen. So oben. Mara, Küsschen drauf. So quasi. Danke dir auf jeden Fall. Habt ihr zwar eigentlich ein Pärchenbett oder getrennte Zimmer? Ne? Kann man trennen. Also man konnte ja so ein Doppelzimmer mieten, aber wir haben so ein Doppelzimmer mit getrennten Betten. Also wir können die so ein bisschen auseinanderziehen. Kuss, Kuss! Ab ins Hotel, Gorbi muss. Ja, das muss tatsächlich. Gorbi muss tatsächlich. Okay, wenn wir. Wir gehen die. Dings. So. Ich bin zu spät. Spiel ist dran. Aber keiner brüllt. Ich kann nicht hören, wenn hier irgendwas passiert. Yeah. Oh, diese Mädels hier, ne? Das ist unglaublich. Warum bin ich nur so ein hässlicher Vogel? Jetzt sag mal ehrlich. Warum bin ich nur so ein hässlicher... Dude, guckt euch mal diese... Die würden doch nie was mit mir zu tun haben. Ich hab einen Wanz. Die haben alle... Oh, scheiße, das ist ein bisschen krumm. Die haben alle hier so eine gute Figur. Weißt du, dann kommt hier ein Irrkopf. Bauch, weißt du, hier Schluppen voll mit Sand. Gib es doch nicht. Gib es doch nicht. Ey, Zeus, Junge, was geht ab? Junge, alter Verwalter. Junge, ich bin bei dir zu Hause. Also fast. Fast. Aber ey, ohne Scheiße, ich habe mich hier so verbrannt heute. Ne? Nur 2,5 Stunden Strand. Es ist einfach heiß. Heiß ist es hier, genau. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist wirklich. Sie hat sich gerade umgedreht. Dachte sich auch. Sie haben geklatscht, hat Spanien ein Tor gemacht. Aber dafür bist du auch nicht. Ja, so sieht's aus, Brossen. Ne? Genau, du hast es auf den Punkt getroffen, du Penner. Kuss. Gut, dass wir hier Spaß verstehen. Ne? Aber das habe ich jetzt ein bisschen ernst genommen. Aber ist egal. Ist egal, Brossen. Du hast noch zwei. Zwei Chancen hast du. Ja, ich bin angekommen, Clinton. Ich bin da.
seit gestern. 18 Uhr sind wir, glaube ich, gelandet. 18.30 Uhr, glaube ich. Und es wird am Stissel. So, oh, guck mal, hier geht es was ab. Wir gehen jetzt einmal die Straße hier rüber. Wir gehen mal die Straße rüber. Und jetzt müssen wir ja natürlich wieder warten. Alle gehen und Erlein oder Irrkopf wartet. Ja, nee, ist klar. Ein Tor gerade geklatscht. Wir haben doch gerade ins geklatscht. Was ist denn hier los? Ach ja, ich muss die Maske wieder aufziehen, ne? Das regt mich so auf. Also ich ziehe die Maske runter und sobald Leute kommen, ziehe ich die Scheiße auf. Aber es ist einfach so scheiße warm. Und die haben ja, glaube ich, von der Woche haben die Maskenpflicht aufgehoben, aber da das jetzt hier mit Corona wieder so ein bisschen, ja, überläuft, sage ich jetzt mal so, haben die halt, glaube ich, wieder angehoben. Das Gesetz. Oh nee, live, live, low, live, oh nee! Ja, stopp, das stimmt, die haben sich gefreut, ja, dass ich da bin. Ja! Aber guck mal, diese Figur ist einfach nur schön. Diese Ampelfigur ist einfach nur geil. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss jetzt gleich mal. Ah, hier. Hier bin ich. Hier sind wir. Okay, noch ein bisschen geradeaus, links und dann passt es. Meinst du? Meinst du was davon? Meinst du Italien? Meinst du Italien macht das Rennen? Also, ich wünsche mir ja jetzt hier. Ich habe ja wenigstens noch die Chance, Spanien anzufeuern. Ich habe ja wenigstens noch einen Verein, wo ich. Ja, schon raus sind. Ist das schon Richtung Afrika? Ja, das ist wirklich an der Grenze, ne? Also das geht ja, das ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg. Afrika ist Eck, kannst du sagen. Kannst du rüberschwimmen. Ja, ist noch südlicher, ne, Yogi? Das ist noch viel südlicher als Mallorca. Du fliegst hier noch viel. Viele denken immer so, ja, das ist der gleiche Dings, aber du bist noch mal eine ganze Ecke tiefer, ne? Aber es ist wirklich angenehm hier. Also, Heino ist ja auch in Andalusien, aber der ist, glaube ich, auf der anderen Ecke. Der ist, glaube ich, auf der anderen Seite von so einem Riesenberg hinter Sevilla da irgendwo. Der ist ja Atlantikseite, ne? Der ist ja komplett an der ganz anderen Seite. Das sind, glaube ich, auch schon, das haben wir mal gesagt, ich glaube 500 Kilometer oder so. Hat man, glaube ich, mal geguckt. Das ist natürlich ein ganz anderes. Du siehst ja, wie groß Spanien ist, ne? Und du siehst ja, du hast hier Stadt und hinten hast du überall Berge. Das ist schon richtig krank. Das ist richtig geil. So, warte mal. Hier ist der Repsol-Tanke. Okay. So, warte mal. Ich mache jetzt mal hier. Ich muss auch noch mal kurz hier noch mal reingehen hier in den Shop. Mir was zu saufen holen. Ich habe nämlich nur Durst. Durst. Und ach, da hinten. So. Ich bin eigentlich auch wieder so einen riesen Scheiß-Umweg gelaufen, ne? So einen richtigen Scheiß-Umweg. Aber da vorne, da, genau, hier müssen wir runter. Hier können wir runter. Ich hätte eigentlich gerade ausgehen können. Aber egal. Können wir noch ein bisschen Quatschi-Quatschi machen. Da vorne ist nämlich dieser Asia-Markt. Der Peter, Junge, was geht ab, Junge? Peter Paul, alter Verwalter, jetzt machen wir hier Spanien unsicher. Ey, Peter, ist doch mal was Neues, ne? Ich fand ja schon geil, Vietnam, ne, durch Pet. Ich fand ja auch mal cool, so Thailand, ne, aber Thailand, ey, da kommen so viele Leute, ne? Ey, Thailand gibt einfach, glaube ich, mittlerweile 20 Streamer aus Thailand. Hab ich mir gedacht, so, weißt du was, Arsch geleckt, wir machen jetzt einfach Spanien. Was hältst du von der Idee, Peter? Warten vom Asienmarkt, ey, ich schaff das nicht mehr. Brennen die Füße, ohne Witz. Ich kann keinen Sport mehr machen, ey. Dann fallen mir die Beine ab. Mir tun die Oberschenkel weh, die Waden. Wir haben morgen noch so einen kräftigen Scheiß. So ein heavy Tag. Weißt du, wir müssen einfach auschecken. Ich check gleich mal ab, ob wir um 12 rausgehen können. Weil um 15 Uhr bin ich erst in meinem WG-Zimmer. Boah, das heißt, wir können die ganzen scheiß Koffer da rumschleppen. Ich habe mir eben einen Rucksack gekauft. Ich keinen Rucksack mehr habe. Den anderen habe ich weggeschmissen, weil der schon so versüfft war. So kann ich dann wenigstens da mal, also wenn ich einkaufen gehe, was reinpacken, ne? Da
streamt doch gar keiner. Ja, Fehler, ja, in dem echten Thailand, ja. Aber es gibt ja so viele, ne? Auch Just Chatter und so was, ne? Das ist ja krass. Die sind ja wie Pilze aus dem Boden gestiegen, ne? Na, hab ich mir gedacht, so, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal Los Santos hier unsicher. Ich sag ja immer hier Los Santos zu, weil das sieht hier echt aus wie in Los Angeles. Das ist Wahnsinn. Das sieht echt aus wie in Los Angeles. Ich weiß nicht, wann du eingeschaltet hast, aber gleich. Die Berge hinten, die Autobahn. Könnt ihr echt mal, wenn wir hier in GTA. Forza. Na. Nix gesehen. Das schrei ich nicht laut. Ich hab's nur angedeutet, weil ja keiner steht. Forza. Oh, mir tun die Füße weh, Leute. Junge, was ist das denn schon wieder? Der Maux ist weg am Start. Und Weltreisen, was geht ab? Maux hat das Prime-Ticket. Ey, Maux, altes Haus, du lebst noch. Kuss, 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 Dankeschön. Junge, für deine... Für dein Prime, vielen Dank. Santa Monica, ja, pass auf, das siehst du gleich. Ohne Scheiß. Ey, Maux, danke dir auf jeden Fall, ja. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ohne Scheiß, also morgen, ja, ich zähle jetzt immer, ich mache immer vor Ende, erzähle ich, was am nächsten Tag abgeht, ja. Nächsten Tag, morgen. Morgen haben wir so viel zu tun, also ich zumindest. Also wir, dass ich wahrscheinlich den Stream nicht anschmeißen kann. Aber wenn ich dann morgen mein WG-Zimmer bezogen habe, ja, dann geht's ab. Dann haben wir auch Programm. Ich weiß, was wir machen werden. Wir werden auch Berge besteigen hier. Wir werden hier. Jetzt darf der Mumme wieder klippen. Wir werden hier kochen, wir werden hier backen. Nein, Spaß. Das jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall auf meiner Google Maps Karte so viel markiert, was wir hier sehen können, machen können. Weil Malaga ist halt wirklich riesig. Also hier, ne? Ganz Nachbardinger, Städte, Orte, Toro, Torox, Nerja möchte ich gerne mal hin. Nerja Beach, Torox möchte ich gerne mal hin, Toro Molino. Und vor allen Dingen Marbella. Marbella wird richtig geil. Marbella ist so das quasi das. Das Rich Spanien, weißt du? Ja. Raus mit die Viecher. Raus mit den Viecher. Die sind ja nicht erwünscht. Ich war das nicht. Meine Penisgröße. 2 Nanometer sind die Grenze. Weil ich ein Bio. Ist ja meine Penisgröße. Montana Black 84. Oh, wenn ja, man war auch richtig feeling, oder? Big Mac? Big Mac? Ja, was willst du? Der Litten kommt hier rein, Junge, macht ja mit seinem Cheer 1 Abzeichen erstmal weggelöscht hier. Junge, was will der? Will der von mir, der Keck? Verpissen. Boah. Feini, komm mal her! Hallo. So ein Feini bist du. Du bist so ein Feini. Geil, du bist so schwarz, den sieht man gar nicht. Schnell den Chat nachholt. Na warte, ich muss schon den Chat erstmal nachholen hier. Knacke, 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 cookie, Adi, Ado, alles bestens, Kassen. Dann bin ich auch alles super. Macht alles für Abos und Donation. Hallo, dankeschön für dein Sub. Dankeschön, Baby! Mit Strapsen? Mann, ey! Ey, die Kamera liegt an. Ne? Lidl. Da gibt's auch ein Lidl. Das wollte ich euch schon gezeigt haben. Fertig. Nicht gut, aber das kackt immer ab, weil wahrscheinlich das Alugehäuse, wo die GoPro drin ist, das Signal stört. Weil ich habe gerade angehalten, habe getestet, es war alles in Ordnung. Ganz komisch. Ruckel, ja, es wird gleich besser, hoffe ich. Es wird gleich besser. Also Vodafone, ja, oder das Netz. Also ich muss mal gucken, ob ich das andere Gehäuse mal dran mache. Dann teste ich das. Aber jetzt geht's wieder, ne? Jetzt hack, 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 zack, hack, zack, 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 ruckel, zuckel, ruckel, ruckel, hack, hack. Ich rauche jetzt noch eine Kippenlänge mit euch. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ne? Und ich habe auch richtig Bock, ohne Scheiß, jetzt
die IALer unter euch mal zu hosten hier, so weißt du, wenn man auch mal vielleicht ein bisschen größer ist. Da freut man sich natürlich auch, wenn dann mal so ein Pad online ist, wenn man den nicht nur 60, 70 Leute schickt, sondern auch mal so 100 oder so, freut man sich ja dann auch drum, den, mal, den Leuten mal wieder was zurückgeben, ne? Weil die, ja, das kann man ja gar nicht gut machen. Ja, das kann man ja echt nicht gut machen, sowas. Da habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn du dann so ein Raid bekommst, ne, so ein Riesen-Raid, und man dann 60, 70, 80 Leute zurückschickt, denkt man sich immer, mich denke ich nichts dabei. Aber das ist ja meistens, denkt man sich immer, ich glaube, ich hoste aber nicht. Boah, das sieht wieder so aus, als wenn man da irgendwie, ne? Weißt du, das ist so ein Twitch-Ding, wisst ihr? Das ist so ein Twitch-Ding. So eine Twitch-Macke. Kalin Kakala. Kalin Kakalin Kakalin 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 Kakala. Toxi küsst Laterne. Und ich war schon jahrelang nicht. Oh, hat er die Laterne mitgenommen, der Taxifahrer? Habt ihr das gerade gehört? Hat er die Laterne da mitgenommen? Guck mal, fällt er einfach weg? Die Biberratte. Der grüne Tempel. Die Ratten. Ne, Biber, guck mal hier. Biberschen. Ich dachte, wäre eine Ratte. Aber guck mal, der ist ja voll nah, der kommt ja voran. Oder ist das eine Ratte? Ist das eine Wasserratte oder ist das ein Biber? Weil das schwimmt. Ah ja. Rest in peace, Kamera. Marty McFly. Bro, bitte, please. You come from the future? I come from the future. I'm a cyborg, yes. Bro, he comes from the future. No. He comes from the future. I come from Fritz. Hey, Nino. Köln Schmidt Altbier getaust. Was suchst du? Die haben kein Kölsch mehr. Haben wir kein Kölsch mehr? Genau das stand mein Kölsch. Jetzt steht da ein Altbier. Was hast du denn da gemacht? Das ist ja Pfusch. Das ist ja Pfusch. So frech, hier, guck mal, hier so ein Mixing. Fun Girls. Klau ich dir den Geldbeutel aus dem Rucksack? Ey, die wollen mich beklauen, haben die gesagt. Die Leute im Chat. Nein. Ja. Das sind alles so unverschämte. The Hunter Call of the Wild. Ey, guck mal hier, hab ich gelernt. Hier, guck mal hier. So, jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. Jetzt habe ich gleich aber auch die Schnauze voll. Ach, F. Bei dem Monte Cosplay Clip habe ich echt für eine Sekunde gedacht, bin im falschen Stream. Hallo? Ich bin ein Multi-Schauspieler-Kappa. Ach ja. Ach Leute, ey, ich habe einen trockenen Hals, ne? Ich habe ja die falsche Tasche mit, ich kann mir nichts für Saufen mitnehmen, weil es hier so eine kleine Bag ist. Mann, ey, ich muss mir auf jeden Fall mal so Flaschen besorgen. So, guckt euch mal jetzt hier an, pass auf, also ich weiß nicht, was ihr gerade seht, ich muss mal gucken. Aber das sieht geil aus, ne? Also ihr seht wahrscheinlich die Berge nicht, ne? Aber da sind überall diese Berge hier. Einfach nur schön. Schön. So, wir gehen jetzt nochmal einmal über die Brücke. Da vorne ist der Punkt, es wackelt, ne? Das Bild wackelt, das tut mir leid. Das ist wegen dem Scheißgehäuse hier, dass das hier so hin und her schwingt. Warte, ich kann mal gucken, ob ich das hier irgendwie... Das kriege ich aber nicht gefixt, weil es einfach zu schwer ist. Deshalb wackelt das Bild immer so ein bisschen unangenehm. Ich kann es nur festhalten, so ein bisschen. Es liegt am Gewicht. Doch, The Real Brownie, was geht ab, ey? Es läuft Fußball, aber hier jetzt gerade nicht, weil jetzt sind wir ja gerade mitten im Nirgendwo. Es läuft Fußball, aber ich bin so platt, ohne Scheiß, mir tun die Beine weh. Mir tun richtig die Beine weh. Ich bin froh, wenn ich jetzt gleich liegen kann. Und dann trinke ich mir eine Limo. Und dann gucke ich mir das Spiel noch an und dann mache ich bestimmt Haier. Andalusien, ja, sind wir, genau. Hausmeister geht vom. Was geht ab? Was willst du in Deutschland? Sei mal ehrlich. Wenn du so ein Wetter hast. Oder? Danke dir, Brownie, danke. Ich hoffe es, weil wir müssen natürlich auch alles daran machen, ne? Ich muss mir irgendwie versuchen, irgendwie ein Standbein aufzubauen, weißt du, auch neben Twitch. Das kann man nicht, ich kann mir das nicht finanzieren. Überleg mal, ich habe 50 Subs, dann kommen wir hier ein paar Bits rein. Klar, heute kamen ein paar Donations rein, ne? Das wäre natürlich dann der Tag safe, ne? Aber das kann ich mir natürlich nicht alles erlauben hier, ne? Also ich muss natürlich gucken, dass ich hier auch
Ich glaube, ich gehe wieder hier auf dem Dings, ne? Auf dem Fahrradweg. Dass ich mir hier auch noch einen anderen Standbein aufbaue, außer Twitch. Ich wollte auch noch YouTube machen. Aber das ist jetzt auch nicht Hauptziel. Das muss ja wirklich rechtzeitig auch Geld reinkommen. Ne? Auch wenn es nur 600 Euro sind, ist das schon ein gutes Ding, wo man schon mitarbeiten kann. Ne? Es ist halt ein anderes Leben hier als in Deutschland, ne? Wo du nur arbeitest auch für deine materiellen Sachen. Hier wird dann nicht so drauf geguckt. Ne? Güfer, das ist sehr gut. Das ist auch wieder schön, dass du wieder hier bist. Dass du wieder hierher gefunden hast. So, wir gehen jetzt einmal die Brücke da hoch. Und dann werde ich mich auch verabschieden bei euch. Ich bin fertig, echt. Ich kann nicht mehr quatschen. Ich habe eine trockene Fresse. Ich bin hier mitten in der Wüste, dürft ihr nicht vergessen. Senjo, hallo. Hier bin ja jedo, Schweinebacke. Jogi, danke dir für die 50 Bits. Ach, ihr seid so geil. Ohne Scheiß. Ohne euch macht das auch gar keinen Spaß. Man darf nie, na, es gibt Leute, ne, ohne Scheiß, die gucken halt so auf Zuschauer, dies, das. Aber jetzt sagt auch jeder, was ich jetzt gerade sage, ne? Ich habe die beste Community. Aber es ist so. Ich habe einfach die geilsten Leute hier. Ne? Also auch die Neuen, die hier gerade zugeschaltet haben. Ich freue mich immer über jeden Neuen auch. Ihr dürft natürlich gerne auch hier reinschreiben. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, also ich, ne? Ich bin ja hier mittendrin im Geschehen. Wenn wir am Strand sind, muss ich euch leider ab und zu mal so das Bild wegnehmen. Das hat aber alles seine Gründe. Ja, nicht, weil ich euch das nicht zeigen will, sondern weil ich euch das nicht zeigen kann. Das ist das Problem. Weil dann gibt es da Titis und Co. Ich schlafe im Hotel. Ich schlafe im Hotel. Ich bin im Hotel. Morgen früh checke ich aus um 11. Und eigentlich war das Ganze über Airbnb geplant. Aber ja, also du bist für den ganzen Monat Airbnb bis in Taui quitt. Und das können wir uns nicht leisten in der Hauptsaison. Ne? Und jetzt habe ich ein Zimmer. Das kostet ungefähr 280 Euro mit allem drum und dran. Ich kann meine Wäsche waschen, ich kann kacken, ich kann duschen, ich kann da schlafen, kann meine Wäsche da machen. Und jetzt zahle ich dann 280 Euro dafür. Also günstiger kann man nicht Urlaub machen. Also checkt mal alle ab, Idealista. So heißt die Webseite, Idealista. Da könnt ihr zum Beispiel Wohnungen gucken, Häuser gucken oder auch WG-Zimmer. Dann seht ihr ungefähr so, wie ich dann quasi hier in Spanien, Hause. Ja, es ist natürlich ein anderes Level als in Deutschland. Man muss das weglassen hier, wenn man hier guckt, den Dreck hier an den Autobahnen und so. Das sieht halt aus wie Los Angeles. Da war das erste Mal mir aufgefallen. Ich so, boah, krass, hier überall Papier und hast du nicht gesehen. Aber egal, dann muss halt Deutschland weglassen, ne? Boah, mir tun die Füße weh, Leute. Ohne Scheiß, wir tun echt die Füße weh. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Ich bin aber heute auch bestimmt 13 Kilometer gelatscht. Kann sein, dass das Internet hier gleich wieder abkackt. Hier auf der Brücke ist das Internet eben auch abgekackt. Ah. Los Santos. Matt Schwarz, ich grüße dich. Ich hab gar nicht Hallo gesagt. Wenn Gorwick Zimmer hat, dann könnt ihr da abchecken. Was? Nee, ich bin gleich am Hotel. Na besser. Ich muss jetzt quasi ins Industriegebiet. Ich kenne mich hier schon aus. Es ist wirklich wie eine Heimat. Guckt euch die Berge an. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Aber das sieht wirklich krank aus. Also das ist jetzt mega Weitwinkel, ne? Aber du siehst hier überall Flachland und da hinten einfach die Berge. Und wenn es dunkel ist, hast du hier überall die Lichter drauf, ne? Auf den Hügeln so. Und da kannst du auch sehr günstig wohnen. So richtig geil, ohne Scheiß. Mit den Schnappen kann wunderbar. Ja, aber ich brauche das. Ich brauche das freie Gefühl. Aber es kann auch wirklich an den Schlappen liegen, hast du recht. Dass das mir so weh tut hier mit dem Bein. Aber die Sonne geht einfach hinter diesem scheiß Berg unter. Das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Ich muss auf jeden Fall die Osmo auspacken demnächst. Jetzt wäre zum Beispiel die gute Zeit für die Osmo, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Das Netz ist hier leider auch nicht so dolle. Golfheizer, na, negativ, nix. Kein Mietwagen, vielleicht höchstens ein Fahrrad. Ich lasse mir, glaube ich, mein Fahrrad als erstes zuschicken von meinem Bruder. Mein Bruder, das liegt da alles bei meinem Bruder in der Garage. Dann lasse ich mir mein Fahrrad hier zuschicken, wenn ich meine Adresse habe ab morgen. Dann bin ich ja 3 Monate mindestens in dieser WG-Zimmer. Da habe ich eine Meldeadresse, kann meine NIE-Nummer da hinschicken lassen. Und ja, dann geht es quasi. Dann hole ich mir mein Fahrrad, da freue ich mich mega drauf. Und ich hätte da richtig Bock dran, weil es immer zum Strand mal zu fahren mit der Filz. Macht mega Lust bestimmt.
Nee, gar nicht, Ado. Ich weiß gar nicht, wie so ein Ding aussieht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Teil aussieht. Aber das hier ist ein Albtraum. Ohne Scheiß, ich schwör's euch, diese Brücken hier, da musst du 500 Meter extra laufen, um unten anzukommen. Das kotzt so an, ey. Mir tun die Beine weh. Kixby, was geht ab, Uschi? Die Sonne ist auch sehr groß. Die Sonne sieht wirklich sehr groß aus. Lass halt nicht vergessen, wir sind ja fast in Afrika. Ne? Hier ist alles Wüste. Hier ist fast alles Wüste. Ey. Boah. Ey, ich mach jetzt auch gleich den Stream aus. Weil sonst heule ich euch die ganze Zeit voll. Kixby, danke! Ich weiß nicht, warum die Box nicht funktioniert. Keine Ahnung. Elfter Monat schon, Kixby, danke schön. Uschi! Denk dran, dass du Rename machst, ne? Rename, Uschi und dann deinen Namen da eingibst. Dann hast du deine Punkte wieder auf deinem Kanal. Oh. Direkt mal an der Ruhe. Das tut auch gut, ne? Also ich guck da ja gar nicht drauf. Ich sehe es jetzt hier im Chat, ne? Ich freue mich da auch drüber. Und klar, ne, ey, Alter, die Leute wollen Urlaub machen, ne? Die Leute lieben Spanien, so, weißt du? Die Leute können nicht nach Spanien, ne? Oder viele können nicht in den Urlaub. Gerade auch wegen diesem scheiß Corona, ne? Aber wenn ich jetzt hier lebe, ist das ja was ganz anderes, ne? Dann ist das ja was ganz anderes. Kann ich euch wenigstens Spanien nach Hause bringen. Das Internet müssen wir auf jeden Fall noch fixen, weil das stört mich schon, dass das immer hier so ein bisschen zwischendurch mal abkackt. Ja, also das Internet ist ja auch nicht so gut. Testen wir natürlich dann demnächst mit Movistar noch dazwischen. Und wir wollen ja sowieso ganz anders streamen, als wir bis jetzt gestreamt haben. Also ich zumindest. Das wird noch. Warte, ich muss mal gucken. Oh, Scheiße. Ich meine, Oberschenkel tun weh, ne? Wir müssen das ja noch testen hier alles. Den ganzen Krempel. Frankfurt. Ach, Scheiße, warte. Das Bild wackelt. Tut mir auch dafür leid, dass das so blöd schwenkt. Wegen dem Gewicht hier. Ich sag's immer wieder mal, dass ihr euch nicht wundert, warum das hier so schaukelt. Wenn mal alles gut läuft in Spanien, mach Führerschein, er kauft bestimmt auch billiger wie. Führerschein kostet hier, wenn du wirklich hier den Führerschein machst, hier, Malaga, die Ecke, vielleicht in der Ecke weiter, du zahlst hier so ungefähr 600, 700 Euro für einen B-Führerschein. Aber da musst du natürlich auch ein bisschen die Sprache für können. Den kannst du auch wahrscheinlich in Deutsch machen, weißt du, mit Tablet und sowas. Aber man ist schon nicht schlecht, wenn man hier versteht, was die Kassierer von einem wollen, ne? Wenn die fragen, ob du eine Tüte haben willst und du sagst nein oder, ne? Man muss sich hier wirklich schon integrieren. Aber da habe ich auch momentan noch gar keinen Kopf für, weil ich habe erstmal andere Dinge im Schädel. Erst wenn ich mein Zimmer damit beziehen kann, dann habe ich auch ein bisschen Ruhe. Ich muss mich auch morgen bei der Polizei melden. Als illegaler Einwandererkapper. Nee, wegen dieser NIE-Nummer halt. Und dann, wenn man die hat, kann man auch schon wieder ein bisschen mehr machen. Und wenn du dann nach den 3 Monaten die andere NIE-Nummer beantragst, kannst du auch schon mieten, Wohnungen mieten, dies, das. Aber ich denke mal, dann wird der Kanal auch wieder ein bisschen lebhafter sein. Und ich denke mal, wird ja auch ein Selbstläufer hier auch sowas, ne? Spanien ist halt mega cool hier, ohne Scheiß. Also für die Leute, ich war ja selber noch nie hier, ne? Ohne Scheiß, ich war wirklich noch nie hier. Meins, ich glaube eher schwierig. Das ist so günstig, richtig gut. Okay, das ist ja, ich kiff ja nicht mehr, ne? Die Zeiten sind ja bei mir auch vorbei. Ich mach das ja nicht mehr. Boah, hier riecht's voll nach Lack. Also die Zeiten sind ja bei mir auch schon vorbei, wo ich das gemacht habe. Die letzte Tüte, okay. Die letzte Tüte war vielleicht vor 2 Jahren. Aber davor habe ich auch schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr gekifft. Und da habe ich auch gar keinen Bock mehr mit anzufangen. Mit dem Klimbim. Ich hätte eigentlich jetzt hier links gewusst. Ups. Muss eigentlich hier lang. Ist das Lost Place? Naja, das ist hier Industriegebiet. Das ist hier tatsächlich Industriegebiet, wo wir hier sind. Ist schon gefährlich hier, ne? Wenn du hier nicht weißt, wohin, dann bist du hier schon lost. Ach, guck mal, die Vögel hier einfach zwitschern, ne? Ganze Baum voll mit Spätzken. Oh, das ist normal hier in Spanien, ne? Also das ist ganz normal, wenn man, ne? Ganz normale Unfälle. Genau, so geht's. Rename, genau.
Oh, Leute, zieh erstmal die Socken hoch in den Adiletten, der Rest kommt später. So sieht's aus. Du triffst die richtigen Worte, mein Lieber. Oh, so, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Ich mache jetzt gleich echt. Mir tun die Beine weh. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit voll jammern hier mit, mir tun die Beine weh. Aber mir tun echt die Beine weh. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt gleich auch noch eine Brücke zu laufen und dann bin ich auch schon fast am Hotel. Warte mal, kannst du einen Frikandelstand aufmachen? Ey, ich war mit Gorvik, muss ich euch erzählen, ich war mit Gorvik Frikandel essen. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich Gorvik diesen Haufen da auf den Tisch werfen musste. Wir waren in der Frittenbude und das war wirklich nicht schön. Also es waren wirklich viele Pommes, da drauf war einfach nur ein riesen Matsch mit Mayo und Ketchup und darunter war die Frikandel. Und ich schwör's dir, also Gorbeck hat zwar aufgegessen, aber ich hab dem gesagt, tut mir leid, also das war nicht wirklich, das war keine Frikandel-Pommes-Spezial, wie man das eigentlich kennt. Ja, das tat mir wirklich in der Seele weh, dass ich denen keine richtige geile Frikandel-Spezial präsentieren konnte. Aber er meinte, die Frikandel war schon gut, ne, das, was man davon schmecken konnte. Aber naja, das war ein Flop. Nom, 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 genau. Der Mayo-Berg, ja, ohne Scheiße. Das war mir sogar unangenehm. Das war mir sogar unangenehm. Oh. Warte, hier setze ich mich nicht hin. Ich muss mich immer kurz hinsetzen, Leute. Ich bin im Eimer, Leute. Ich bin echt K.O. Mir tun die Beine weh. Ihr glaubt es nicht. Mir tun echt die Quanten weh. Ich sitze hier schön unter Palmen, Leute. Und ihr so? Und ihr so? Ah, warte kurz. Ich muss mal kurz hier in die Dings rein. Nee, Durchfall haben wir nicht gehabt. Aber Magengrummel, ich habe Magengrummel gehabt tatsächlich. Ich habe tatsächlich Magengrummel gehabt. So. Ah, ja, guck mal hier. Warte, pass auf. Das wäre doch jetzt hier. Guck mal, ohne Scheiß. Ich guck gerade mal hier, wer hier online ist. Genau, machen wir hier Folgendes. Wir gehen nochmal zu Dings, ja, weil hier ist gerade keiner jetzt, der hier von den anderen ERLern online. Aber ey, ohne Scheiß, ich mache jetzt direkt aus, ihr Lieben, weil ich habe mega Durst. Ich möchte ins mein Hotel. Ich bin richtig fix und fertig. Wir sehen uns bestimmt auf Instagram wieder, ja, auf Instagram morgen. Da zeige ich euch mein Hotelzimmer und mein Dingszimmer. Ich mache jetzt direkt Feierabend, ey, ohne Scheiß, ich hab Durst. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Bits, die ganzen Bytes, die ganzen Follows, die hier reingeflattert sind. Natürlich die ganzen Subs, das ganze Zuschauen, ihr Lieben. Bis bald, genau. Ey, ich bin echt am Arsch. Ich setze mich jetzt nochmal kurz 2 Minuten hin. Ich hab Durst, meine Fresse ist wirklich trocken. Hab euch lieb, ohne Scheiß, Dankeschön für alles. Wir sehen uns auf jeden Fall, ja, übermorgen spätestens wieder. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, was wir machen, aber... Einfach einschalten. Ich denke mal, so gleiche Uhrzeit, vielleicht ein bisschen früher. Wir schauen mal. Ey, Kuss geht auf jeden Fall raus. Hasta la vista, hasta pronto, hasta luego. Buen venido. Hab euch lieb, ihr Lieben. Dankeschön nochmal für alles. Ohne Scheiß. Kuss, Kuss, Kuss. Das Liebe beim Bravestar. Da gehen wir nochmal hin. Den Typen habe ich auch so viel zu verdanken. Ist ein ganz toller Typ. Macht ganz viele Herzen beim Bravestar rein. Ja, ich bin da auch nicht mehr im Chat. Ich bin K.O. Könnt ihr reinschreiben. Gebt denen ein bisschen Liebe und Kuss. Geht raus, wir sehen uns übermorgen. Bleibt auf Instagram folgen, Twitter folgen, dies, das, ne, da bin ich immer aktiv. Tschüss! Dankeschön für alles!